Und damit willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht es, wir haben hier zwei wunderschöne Opus 4 Displays. Nebenbei livestream ich noch, also nicht wundern, wenn ich nebenbei mit dem Chat rede. Denn ich habe einmal da vorne meine Kamera und ich habe hier meine Kamera. Das heißt, ich werde die Karten in beide Richtungen halten, damit es auf beiden Bildschirmen gut zu sehen ist. Und ja, einfach damit ich ein bisschen bessere Qualität habe als die Kamera, die ich zum Livestream benutze. Wollte ich es gerne mit dieser Kamera auch noch aufnehmen. Und ja, wir werden am Anfang uns so gut wie alle Karten anschauen, weil ich nicht so viele Karten von den aus den Sets kenne. Und am Ende, wenn wir dann natürlich die Karten mehrfach haben, werde ich dann auch ein bisschen schneller dann durchgehen. Aber am Anfang werden wir uns höchstwahrscheinlich fast jede Karte durchlesen. Also gut, schauen wir mal, dass wir uns erstmal dieses Display hier aufmachen. Dafür muss ich erstmal diese blöde Hülle da wegmachen. So. Natürlich hat YouTube nicht so ein schönes musikalischen Hintergrund wie mein Stream. So. Schauen wir nochmal. Das können wir jetzt nämlich schön aufmachen, aufklappen, da hinten reinstecken. Schon haben wir ein wunderbares Booster-Display. Auch für den Livestream. Für das YouTube-Video. So, euch stellen wir hier zur Seite. Und schauen einfach mal an. Wir fangen einfach mit dem linken Haufen an. Also ich weiß gar nicht, wie viele Displays hier drin, waren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mal 3 sind 36 Booster. Das wird interessant. So, machen wir erstmal diesen Stapel hier fertig. Auf geht's mit dem ersten Booster. Geht sehr schön aufmachen lassen, weiterhin. So, Müll. Okay, der Anfang wird von einem Mönch gemacht, einem Erdeunterstützer. Lege Mönch auf die Breakzone, wähle einen Stürmer, Duell, aus dem du kontrollierst. Dann kann in diesem Zug nicht gebrochen werden. Ganz interessant, denn mit ihm kann man einmal angreifen, dann ist der Stürmer ja Duell und dann kann man sagen, er wird nicht gebrochen. Ist für Trades ziemlich cool. Mal schauen, wie viel Spiel der sehen wird. Wird interessant. Eis kontert er auch ein bisschen. Dann haben wir ein sehr, sehr gutes Monster. Nämlich den Goblin. Kostet 1. Und hat den Effekt, dass man ihn auf die Breakzone legen kann. Einen Stürmer auswählen kann. Und diesen einfach Hass bis zum Ende des Zuges geben kann. Und eine Karte ziehen. Ziemlich, ziemlich cool. Dann haben wir einen Chocobo. Schon mal sehr gut, weil ich will ja möglichst 3 davon haben, wenn ich mein Chocobo-Deck mache. Ich glaube, damit habe ich sogar meine 3 schon zusammen. Dann haben wir den Schwarzmagier. Man darf ein Stürmer-Duell 4000 Schaden zufügen. Für ein Ice-Ping-Deck vielleicht interessant. Müssen wir mal schauen. Dann haben wir den Hast-Ninja. Kostet 2, hat 3000 Punkte. Ist damit ein bisschen schwächer als sowas wie Tifa. Oder auch der Zwiebelritter, der ja 5000 sogar hat. Aber Hasscharaktere mehr ist immer gut. Man könnte jetzt ein Blitzfeuer-Aggro-Deck machen. Oder ähnliches. Mit 3 Hasscharakteren drin, die 2 kosten. So, dann haben wir einen Elementaristen. Mit dem Effekt, dass wenn er das Spielfeld betritt, man einen Windcharakter aus Elementarist auswählen kann und ihn aktivieren kann. Das heißt, sowohl Stürmer, Monster als auch Backup. Ganz interessant. Muss mal schauen, ob der überhaupt Spiel sieht. Weil da gibt es, glaube ich, Besseres. Dann haben wir den Bomber, den kleinen. Ein Monster kostet 1 und man kann Bomber auf die Breakzone legen und einem Stürmer 5000 Schaden zufügen. Also ähnlich wie der Starterdeck Vivi, nur nicht als Stürmer und kostet weniger. Okay, das ist interessant. Zum ersten Mal ein Vanilla-Stürmer mit Kosten 1. Die Feuerkarte aus diesem Display, ein Krieger. Kosten 1, Standardkämpfer 4000. Wenn man ein Standardkämpfer-Deck macht, vielleicht interessant, weil er eben sehr billig ist. Kombiniert mit Ark und Krieger des Lichts und schon hat er 7000. Muss man mal schauen, ob das irgendwie sinnvoll ist. Die Foils legen wir trotzdem mal zur Seite. So. Dann haben wir Lich. Eine Rare-Karte. Füge jedem Stürmer, den ein Gegner kontrolliert, die Hälfte seiner Stärke als Schaden zu. Kombiniert mit Moomba, ein Field Wipe. Solange kein Minwo liegt natürlich. Könnte interessant werden.
Dann haben wir den Barrett. Den habe ich im Draft zum Beispiel nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass den einer aus einer anderen Gruppe beim Draft hatte. Das heißt, ich muss mir ihn nochmal komplett durchlesen, auch gleich. Er hat Courage, kostet 4.800, ist damit on Curve. Wenn du ein Job Avalanche außer Barrett, den du kontrollierst, vom Spielfeld auf die Breakzone gelegt wird, füge allen Stürmern, die dein Gegner kontrolliert, 2000 Schaden zu. Und dann halt noch den Satellitenstrahl. Füge allen Stürmern, die dein Gegner kontrolliert, 5000 Schaden zu. Okay, ist interessant. Es gibt viele neue Avalanche-Karten, das heißt, es könnte sehr relevant werden irgendwann. Ich werde auch gleich mal kurz was anderes noch machen. Ich werde die mal ein bisschen farblich sortieren für mich später. So, dann haben wir eine weitere Rare-Karte, Naju. Eine Karte, die Hildebrand interessant macht. Denn der Kartenname Hildebrand, den du kontrollierst, erhält Hast. Und man kann einen Hildebrand auswählen, den man kontrolliert, erhält plus 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Oh, und wir haben direkt im ersten Booster die erste Legend. Leider eine, um die ich nicht so ganz gehypt bin. Nämlich Shantotto. Ein 6 Kosten 9000er Erdstürmer. Und wenn Shantotto Schaden erleidet, füge den gleichen Schaden allen Stürmern außer Shantotto zu. Falls ein durch diese Fähigkeit verletzter Stürmer in diesem Zug auf die Breakzone gelegt wird, entferne ihn diesen stattdessen aus dem Spiel. Dann haben wir die kolossale Shantotto, füge allen Stürmern 5000 Schaden zu. Das Interessante bei ihr ist, sie kann halt theoretisch das Field wipen, denn sie macht dem ganzen Feld 5000 Schaden. Also auch sich selber. Das heißt, wenn sie selber Schaden nimmt, macht sie 10.000 Schaden auf alle. Letztendlich, weil 5.000 auf alle, 5.000 auf sich selber, durch ihren Effekt 5.000 nochmal auf alle anderen. Also sie kann schon sehr, sehr gefährlich werden. Aber die Frage ist halt, will man diese Shantotto über der anderen Shantotto spielen oder nicht? Mal schauen, wie es sich entwickelt. Könnte, wie gesagt, auf jeden Fall sehr gefährlich werden, die Karte. So, die Legend legen wir natürlich dann auch gleich zur Seite. So, und die Stapel legen wir erstmal so zur Seite, damit ich die dann neu stapeln kann. Okay, erstes Booster, erste Legend. Keine Voll-Legend, das heißt, es ist schon mal eine aus dem Pool raus sozusagen, weil in jedem Display sind mindestens, ich glaube, 6 normale Legends. Das heißt, eine von dem Pool ist so gesehen draußen. So, dann haben wir Donet, oder ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird. Ein 2er 5000er Stürmer aus Final Fantasy Tactics Advance. Und man kann ein Monster auswählen, indem man ihn dullt. Und das Monster dull werden lassen oder es aktivieren. Das heißt, man kann entweder ein gegnerisches Monster dullen, damit es nicht angreifen kann oder ähnliches. Oder man aktiviert ein eigenes wieder, um den Effekt neu zu nutzen. Interessant. Dann einen Weisen. Lege Weisen auf die Breakzone, wähle bis zu 2 Stürmer aus, die ihren Gegner kontrolliert. Diese werden eingefroren. Ziemlich cool. Ein sehr, sehr guter Eisunterstützer in meinen Augen. Denn man kann ihn erstmal ausspielen. Und sobald der Gegner mal 2 geduldete Stürme hat, bricht man ihn, spielt 9 aus und kann 2 einfrieren. Dann haben wir Atmos. Eine interessante Exburst-Karte. Kostet 6, ist eine Beschwörung, ist ein Exburst und man darf eine von 2 Aktionen aussuchen. Einen Stürmer in Duell brechen oder einen Stürmer auswählen, dem 8000 Schaden zufügen. Ist ziemlich gut eigentlich, weil 8000 Schaden ist meistens ein Kill für einen geboosteten 3 Kosten, der ja dann meist auf 8000 ist, weil 3 Kosten ist meistens so 7000, mit einem Boost sind es 8000. Oder einem Vanilla 4er mit 8000 kann man alles wegkillen oder einen Dullen halt brechen. Die Frage ist halt, die Kosten 6 sind sehr heftig, aber okay, es hat halt dafür einen Exburst. Müssen wir mal schauen, ob die einen Platz in Erde-Decks findet. Und Erde hat ja schon sehr, sehr viele Beschwörungen. So, dann Samurai. Auch eine interessante Karte. Kostet 4.800, ist damit ein relativ normaler Stürmer wieder. Allerdings mit dem Effekt, falls man 5 oder mehr Schadenspunkte erlitten hat, erhält Samurai 1000 und Courage. Das heißt, könnte ein 4-Drop 9000 mit Courage werden. Allerdings erst am Ende des Spiels. Und das ist eben das Gefährliche bei ihr. So, dann haben wir Bran. Bran habe ich schon öfters im Dingens gehabt, in meinem Pre-Release-Set. Königin, 3er, Exburst, Unterstützer. Wenn sie das Spielfeld betritt oder eben durch den Exburst, kann man einen Standardkämpfer-Stürmer suchen und der Hand hinzufügen.
Eine Karte, die ich sehr stark am Überlegen bin, bei meinem Schokobo-Deck zu spielen. Oder zumindest bei meinem Standard-Kämpfer-Deck. So, dann haben wir Babus. Auch eine sehr, sehr coole Karte. Zweier Eisstürmer. Und jedes Mal, wenn ein Stürmer, den der Gegner kontrolliert, angreift, kann man einen Stürmer auswählen, den der Gegner kontrolliert. Und wenn der Gegner dann nicht 1 bezahlt, wird dieser eingefroren. Und da läuft dieses ganze Final Fantasy Tactics Advance ein bisschen raus im Eis und Erde, Eis und Feuer Ding. Dass der Gegner immer mehr bezahlen muss für Sachen, die eigentlich normal sind. Also, wenn er ein Monster aufs Spielfeld bringt, wird es dull, wenn er nicht 2 bezahlt. Wenn er ein Monster nicht von der Hand beschwört, muss er 2 bezahlen, ansonsten stirbt das Monster oder sowas. Also die ganze Zeit immer so, naja, er muss nochmal extra bezahlen, er muss nochmal extra bezahlen. Kombiniert mit Kunmi könnte das sehr, sehr interessant werden. Also definitiv auch eine Karte, um die ich wahrscheinlich auch was bauen werde. So, dann haben wir einen neuen Dragoon. Den hatte ich auch schon in meinem Pre-Release-Set. Er hat plus 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Kann es aber nur einmal einsetzen. Kostet 3, wäre dann ein 8000er. Nicht schlecht. Müssen wir mal schauen, wie viel der bringt. So, eine weitere Foil-Legend, aber wieder eine... keine Foil-Legend, eine weitere Foil-Vanilla-Karte. Ein Ritter, kostet 4, Standardkämpfer 8000. Leider nichts Besonderes. Und damit jetzt schon 2 Standardkämpfer, naja. Dann haben wir einen Waldläufer, den habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn Waldläufer das Spielfeld betritt, füge allen Stürmern, die dein Gegner kontrolliert, 1000 Schaden zu. Okay? Ein Wind und den Tappen, lege Waldläufer auf die Breakzone, füge allen Stürmern, die dein Gegner kontrolliert, 2000 Schaden zu. Also nochmal ein bisschen Ping-Damage für die Winddecks, die einfach immer wieder Schaden pingen. Oh ja, der ist auch interessant. Mont Blanc, ein Unterstützer Mokri, das heißt, man kann auch mit dem Mokri-Deck spielen. X-Burst kostet 4, also ähnlich wie sowas wie Zangarn oder Rain. Wenn er das Spielfeld betritt, kann man eine Marsch suchen und der Hand hinzufügen. Und man darf einen Stürmer auswählen, indem man ein Feuer bezahlt und Geduld und ihm 2000 Schaden zufügen. Aber das kann man nur benutzen, wenn man Marsch kontrolliert. Also es geht in dieselbe Richtung wie Rain und Zangarn, nämlich man kann ihn spielen oder man kriegt ihn als X-Burst, sucht sich die gewisse Karte raus und dann hat man noch einen Zusatzeffekt, der da meistens mit dieser Karte zu tun hat. Interessant, mal schauen, wie relevant das wird. Dann haben wir den König von Bomesia, auch ein X-Burst-Dreier-Unterstützer, ziemlich interessant, weil die meisten Dreier-Unterstützer waren meistens keine X-Bursts und wenn sie was gesucht haben, dann waren sie Vierer. Jetzt haben wir lauter Dreier-X-Bursts und zwar kann er einen Job-Dragoon oder Kartenname-Dragoon suchen und der Hand hinzufügen. Das heißt, man kann zum Beispiel Kane suchen, man kann sich Freya suchen, man kann sich vieles suchen mit der Karte. Mal schauen, ob ich an dem Dragoon-Deck nochmal ran arbeite. So, dann haben wir eine Hero-Karte, den Behemoth. Und da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir ihn schon mal haben. Denn ich habe definitiv vor, ein Monster-Deck zu bauen. Und Behemoth wird ein sehr, sehr interessantes Monster. Denn für eine Blitzenergie, für einen Blitzkristallpunkt, kann man bis zum Ende des Zuges Behemoth auch zu einem Stürmer mit einer Stärke von 8000 machen. Und wenn Behemoth durch einen Stürmer Schaden erleidet, füge diesem Stürmer Schaden gleich der Hälfte des erlittenen Schadens zu. Schaden wird in Einheiten von 1000 aufgerundet. Du kannst Fähigkeit nur einmal pro Zug einsetzen. Das heißt, wenn man ihn spielt... du bist gerade bei einem Dragoon-Video. Ja, leider ist das Dragoon-Deck noch das schwächste bisher. Es funktioniert manchmal ganz cool. Ich habe demnächst auch mal wieder die Drachenglorie durchgebracht, aber... ne. Naja. Mit dem Set könnte es nochmal um einiges besser werden. Aber Behemoth wird zum 8000er Stürmer, kann mit jedem 9000er, 10000er und was weiß ich locker traden und er kostet nur 3. Das heißt, man spielt ihn erstmal als Monster und dann holt man ihn jederzeit, wenn man ihn braucht, für einen extra wieder. Dann hat er so gesehen auch 4 gekostet oder 5, 6, 7, je nachdem wie oft man ihn spielt. Aber er ist definitiv gefährlich. Bin ich sehr, sehr glücklich drüber, dass wir ihn gezogen haben. Warte, Hero. Legen wir mit dahin. So. Dann packen wir das Zeug wieder weg. Also es gibt schon ein paar Karten, bei denen ich glücklich bin, dass wir so gezogen haben. Hatte ich noch keine Wasserkarten? Ich hatte, glaube ich, noch keine Wasserkarten, wenn ich das hier so richtig sehe. Bran ist die erste. So, machen wir das nächste Düster auf. Okay, da haben wir Ramu. Den hatte ich auch schon aus dem
Pre-Order, Pre-Release-Set. Ein Kosten X-Burst Blitzbeschwörung. Mit dem Effekt sucht ihr eine von zwei Aktionen aus. Ein Stürmer mit Kosten von 2 oder weniger brechen oder ein Monster mit Kosten 2 oder weniger brechen. Also mal ein bisschen was, um Monster wegzuhauen. Dann haben wir Jessie, welche ich schon sehr, sehr interessant finde. Denn sie ist erstens mal eine Avalanche-Charakter, das heißt, damit kann sie Barrett's Effekt nutzen. Und die Karten, die Kosten, um Kartenname Cloud oder Barrett aufs Spielfeld zu bringen, reduzieren sich um 1. Das heißt, wenn man jetzt Erde Feuer spielt zum Beispiel, kann man die Clouds alle sehr billig aufs Feld bringen, man kann die Barretts billig aufs Feld bringen. Man kann, verliert zwar den Jessie-Sucher, aber man muss halt auch immer mal schauen, was man denn lieber nutzt. So, dann haben wir einen Krieger. Falls Krieger Schaden erleidet, verdoppelt sich der Schaden stattdessen. Sehr, sehr negativer Effekt natürlich, aber wenn man beachtet, dass er halt auch nur 2 kostet und 8000 Power hat, ist es nicht schlecht, weil er kann sich mit jedem Stürmer erstmal traden. Natürlich stirbt er durch Sachen wie Ifrit oder ähnliches sofort. Aber ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, kann er halt mit jedem anderen Stürmer ganz locker traden, weil er hat halt einfach 8000. Keine zu unterschätzende Karte. So, Mime kennen wir auch schon. Mime, man kann 1 bezahlen und Mimes Stärke entspricht der Stärke des schwächsten Stürmers deines Gegners. Hat der Gegner nur einen Stürmer, ist das ganz okay. Hat der Gegner mehrere Stürmer und davon ist einer sehr schwach, dann ist das relativ nutzlos. Müssen wir mal schauen, was daraus wird. So, dann haben wir einen Bangar-Dieb, ein weiteres Monster aus Erde. Mit dem Effekt bis zum Ende des Zuges wird Bangar-Dieb auch zu einem Stürmer mit einer Stärke von 7000 und Courage. Okay, das heißt, er kann angreifen und er kann dann im nächsten Zug nochmal eine Erde bezahlen und dann auch verteidigen. Interessant. So. Dann haben wir einen Gelehrten, Zweier Feuerunterstützer. Feuerunterstützer sind sehr, sehr viele Zweier dabei. Es wird sehr schwer für ihn reinzukommen. Auch wenn sein Effekt nicht schlecht ist. Denn er besagt ein Feuer und ihn dullen. Man kann ihn auf die Breakzone legen und 2 Stürme auswählen, 3000 Schaden zufügen. Das wird sehr interessant. Weil es gibt sehr, sehr viele Karten im Feuer, die inzwischen die Schadenszahlen auch noch erhöhen. Mal abgesehen, so, also ähnlich wie Palom, den Hero Palom aus Opus 3. Welcher einfach sagt, jeder Stürmer leidet 1000 Schaden mehr. Und da gibt es noch einige neue Karten, auch in dem Set jetzt wieder. Also mal schauen, wo das hinausläuft. So, dann haben wir einen Wikinger, den habe ich noch gar nicht gesehen. Kostet 3 Standardkämpfer, 2000, hört sich jetzt schon mal schlecht an. Aber wenn er das Spielfeld betritt, ziehe eine Karte. Wenn er das Spielfeld verlässt, ziehe eine Karte. Also einfach, wir hatten die 1er Wikinger und die 2er Wikinger, die halt nur 1000 Angriff hatten. Und er hat halt einfach beide Effekte und kostet dafür halt aber mehr. Muss man mal schauen. So, die Feuerkarte aus diesem Booster, wieder eine kommen. Der Feuer-Ramu. Der allerdings schon ziemlich cool aussieht, muss man sagen, weil sein Artwork halt allgemein schon sehr cool aussieht. Bin ich ein bisschen froher drüber als um die anderen. So, dann haben wir eine Tom Betty, ein Unterstützer. Wenn Tom Betty das Spielfeld betritt, kannst du einen Kartenname Mira oder Kartenname Tomberry suchen und deine Hand hinzufügen. Das heißt, damit kann ich mir die Mira suchen. Das heißt, wenn ich ein Monsterdeck spiele, ist das so ziemlich ein Muss. Denn Mira ist ja so ein bisschen das Monsterdeck-Ziel, weil dadurch kann ich Monster billiger spielen. Also um die bin ich auch schon mal froh, dass ich sie gezogen habe. Sehr schön. Dann haben wir einen Schurken. Eis und Stürmer. Standardkämpfer. Wenn Schurke einem Stürmer Schaden zufügt, wird dieser dull und eingefroren. Okay. Das heißt, wenn man den Stürmer nicht besiegen kann, zum Beispiel wenn der Gegner-Stürmer zum Beispiel eine Rosso ist und man überlebt selber, dann kann man sogar mehrfach dullen. Und ansonsten, wenn man halt stirbt, dann dullt und freest man ihn immerhin. Dann haben wir einen Pikenier, Unterstützer, man kann ihn auf die Breakzone legen, indem er ihn tappt, einen Stürmer auswählen und der hält Erschlag bis zum Ende des Zuges. Kein schlechter Effekt, mal schauen, wie relevant das ist. In dem Booster habe ich übrigens keine Windkarte, aber wir haben eine weitere Legend. Wir haben einen Lock gezogen, die ich zweimal während des Drafts hatte, allerdings konnte ich ihn im Draft nicht so gut nutzen, aber sein Effekt ist ziemlich gut, denn wenn Lock das Spielfeld betritt und du 2 oder mehr Kategorie 6 Charaktere außer Lock kontrollierst, wirft dein Gegner eine Karte von seiner Hand ab. Das ist nicht so schwer.
Außerdem, wenn Lock deinem Gegner Schaden zufügt, wirft dein Gegner eine Karte von seiner Hand ab. Und sein S-Effekt, Lock kann nicht geblockt werden. Das heißt, im Gegensatz zu Genesis, der halt aufs Feld kommt und sofort einen Dull und Freest, ist Lock halt ein bisschen mehr auf dieses Kartenabwerfen und er kann seinen Effekt relativ safe durchbekommen. Über ihn freue ich mich schon mal. Mal schauen, das wird sehr interessant. Ich bin noch am überlegen, ein Feuer-Eis Kategorie 6 Final Fantasy Tactics Deck zu machen. Oder dann eben ein Eisblitz. Also ich habe da sehr, sehr viele Ideen momentan und ich weiß noch nicht, auf was das hinauslaufen wird. Es gibt einfach wieder so, so viele Möglichkeiten. Und ich will sehr, sehr viele davon ausprobieren. Zum Glück gibt es dafür ja auch OCTGN, dass ich da ein bisschen mehr rumprobieren kann. Aber gut, schon mal zwei Legends aus drei Boostern. Allerdings wieder eine Nicht-Foil-Legend, das heißt wieder keine Extra-Legend. So, eine Shiva. Will ein Stürmer ein Duell aus, füge diesem 6000 Schaden zu und 1000 weitere für jede Kartenname Shiva in deiner Breakzone. Kostet 2, ist ein Ex-Burst. Wenn man Eis spielt, spielt man die 3er-Shiva, man spielt vielleicht auch die 2er-Shiva oder man spielt beide Shivas. Wenn man dann die Shiva noch spielt, kann man damit ein bisschen was clearen. Na gut. So. Dann haben wir Asher, einen 3er-Ex-Burst-Unterstützer, welcher einem Deep Ground Soldat Klasse 1 oder Kartenname Deep Ground Soldat suchen und der Hand hinzufügen kann. Das heißt, für ein Eis-Blitz-Deck Final Fantasy 7 könnte man Asher sehr, sehr gut ausnutzen, denn er sucht einen halt diese ganzen kleinen Teile, weil die Deep Ground Soldaten suchen sich dann wiederum gegenseitig und dann kann man so ein bisschen viel Plus machen. Dann haben wir einen Goblin, den haben wir uns schon angeschaut, genauso wie die Mime. Einen Drachen, einer der wahrscheinlich besten Monster in meinen Augen bisher. Denn der hat den Effekt, also man spielt den erstmal für 2 Kosten, dann hat er 2 verschiedene Effekte. Der erste kostet eine Blitzkarte oder einen Blitzkristallpunkt und man kann den Drachen auf die Breakzone legen und ein Monster mit Kosten von 4 oder weniger brechen. Oder man bezahlt einen Blitz und ein beliebiges und legt den Drachen auf die Breakzone und dann darf man einen Stürmer mit Kosten von 4 oder weniger brechen. Das heißt, im Endeffekt kommt er auf dieselbe Zahl wie Odin, nur dass man ihn halt in gewissen Aktionen noch besser nutzen kann, weil er eben auch ein Monster brechen kann. Ich sehe da schon was sehr Schönes. Dunkelritter, ein neuer. Wenn Dunkelritter Spielfeld betritt, wähle einen Stürmer aus, den du kontrollierst. Dieser hält für jeden Schadenspunkt, den du erlitten hast, 1000 Stärke bis zum Ende des Zuges. 7000 für 3 ist on curve, kann einen kurz mal ein bisschen buffen. Wird wahrscheinlich nicht so relevant sein, nehme ich mal ganz stark an. Aber mal schauen. Ein weiteres Monster, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. Adamantaimai. Ein Monster mit sehr, sehr vielen Verteidigungspunkten, wenn man Final Fantasy kennt. Mit dem Effekt, man kann Adamantaimai auf die Breakzone legen. Wähle einen Stürmer aus, in diesem Zug reduziert sich der nächste Schaden, den er erleidet, stattdessen um 3000. Und ziehe eine Karte. Das heißt, damit kann man einen Stürmer recht gut saven. So. Da muss ich immer ein bisschen rumspielen. Die Kamera hört immer mal wieder auf, aufzunehmen, warum auch immer, nach ein paar 20 Minuten. Adamantaimai, ein sehr, sehr cooles Monster. So, und da haben wir die erste Instanz, wo man hier jetzt die Hörner blasen lassen kann. Denn wir haben unsere erste Foil Legend. Und zwar Kefka aus Final Fantasy 6. Kostet 8, hat 8000 Punkte und einen sehr, sehr interessanten Effekt. Denn du kannst insgesamt 3 Stürmer oder Monster, die du kontrollierst, auf die Breakzone legen, um Kefka von deiner Hand auf das Spielfeld zu bringen. Das heißt, man muss nicht unbedingt die 8 bezahlen, sondern man kann auch 3 Monster und Stürmer killen. Und wenn Kefka das Spielfeld betritt, wähle einen Stürmer oder Monster, den dein Gegner kontrolliert und brich diesen. Das heißt, er ist ähnlich wie Sephiroth, der kommt einfach aufs Feld und bricht irgendwas. Aber er ist kein Licht- oder Finsternis-Charakter, das heißt, er ist ziemlich easy zu spielen. Und es gibt einige Kombinationen, die man mit ihm machen kann, mit dem Zauberpot oder ähnliches. Ja, er kann sehr, sehr böse sein. Also man spielt Kefka aus, nutzt den Effekt von Zauberpot, wodurch man ja einen seiner Stürmer auf die Breakzone legen kann und einen mit demselben Namen spielen kann, das heißt, man spielt dann noch einen aus, zack, 2 Stürmer gebrochen. Oder man spielt den 2er Kefka aus, nutzt dann Zauberpot und spielt dann den Kefka aus. Er wird sehr, sehr gefährlich.
Den packen wir zu den Legends. Okay, dann haben wir eine weitere Karte, bei der ich schon mal sehr froh bin, dass ich so jetzt schon mal einmal gezogen habe. Denn die will ich möglichst auch drei oder mehrmals haben. Bahamut. Eine Feuerbeschwörung. Kostet 4, kein X-Burst. Aber ein Stürmer auswählen, 8000 Schaden zufügen. Das ist halt genau diese Punkte, die Brünnhilde und so nicht erreicht haben. Und wenn der Stürmer auf die Breakzone gelegt wird in diesem Zug, wird er stattdessen aus dem Spiel entfernt. Also ein weiterer Konter gegen Karten wie Renoa oder auch Golbis. So, oh, da haben wir die Tomberries, die ich auch noch nicht kenne. Muss ich mir auch gleich nochmal durchlesen. Aber die können wir schon mal durch die Unterstützerin, die wir vorhin gezogen haben, die Mira oder eben die Tomberries suchen. So, er ist ein Monster, kosten 2. Wenn Tomberry das Spielfeld betritt, wähle einen Stürmer aus, dieser verliert 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Lege Tomberry auf die Breakzone, wähle einen Stürmer aus, dieser verliert 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Ein Wasser und lege Tomberry auf die Breakzone, wähle einen Stürmer aus, dieser verliert 4000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Also sehr viel Stärke minus, hat er mein Timer ja auch schon so ein bisschen, macht weniger Schaden. Aber er setzt direkt die Stärke runter. Sehr, sehr interessant. Sehr viele coole Monster schon. So, da haben wir auch eine Karte, die sehr, sehr wichtig wird, weil ich hatte ja Final Fantasy Tactics Advance schon angespielt. Sid Randall. Die Karte hat mir im Draft das dritte Spiel fast im Alleingang gewonnen. Denn er hat einen ziemlich coolen Effekt. Und zwar, wenn man Remedy kontrolliert, erhält er 1000 Stärke extra. Was jetzt nicht das relevant ist, er kostet 4, 8000, ist damit eh schon on curve. Und jetzt habe ich ihn weggeschmissen. Aber sein zweiter Effekt ist halt, wenn ich dann wieder hinkomme. So, sein zweiter Effekt besagt, dass wenn der Gegner einen Stürmer auf das Spielfeld bringt, wird dieser Duld, falls er nicht nochmal extra 1 bezahlt. Das heißt, er spielt jetzt vielleicht für einen Unterstützer und eine Karte, die er wegwirft, einen Dreierstürmer, um eben mal was blocken zu können. Und der Stürmer wird einfach geduldet, wenn er nicht nochmal 1 bezahlt. Und wenn du dann eben dieses Blitz-Eis-Aggro-Deck spielst, was ich gemacht hatte mit dem Ninja und was weiß ich, was ich da alles noch hatte, und immer wieder Sachen geduldet hat, dann war das einfach zu teuer für ihn. Weil er hatte nur einen Unterstützer und wollte halt dann Ritz zum Beispiel ausspielen und er konnte es halt einfach nicht, weil er immer extra noch eine Karte von der Hand hätte wegwerfen müssen. Und das war einfach viel zu viel. Deswegen definitiv eine sehr, sehr coole Karte. Und mal schauen, wie das Tactic Advanced Deck dann läuft. Und da haben wir die Hero-Karte, den Archangel EV aus LOV. Auf jeden Fall aus dem Online Final Fantasy. Er hat auch einen interessanten Effekt, hat aber in dem Pre-Release, obwohl ein Gegner den hat, nicht so viel gemacht, obwohl es eigentlich sich gut anhört. Falls Archangel EV einen Stürmer Schaden zufügt, erhöht sich dieser Schaden stattdessen um 2000. Das heißt, in einem direkten Kampf macht er 8000 Schaden. Falls Archangel EV durch einen Charakter Schaden erleidet, reduziert sich dieser Schaden stattdessen um 2000. Dabei ist es wichtig, Charakter, das heißt auch Backups und ähnliches, machen 2000 weniger Schaden. Ziemlich cool. Und er kann halt einfach im direkten Kampf jeden 8000er besiegen. Beziehungsweise er macht 8000 Schaden, kriegt selber nur 6000, also er kann traden jeden 8000er. Jeden 7000er killt er so weg. Mit Boost sogar sowieso noch mehr. Und er ist halt ein bisschen geschützt dagegen Sachen wie die ganzen kleinen Schwarzmagier und sowas, die oft gespielt werden von Feuerdecks oder auch Eisdecks inzwischen. So, nächstes Booster. Der Mystiker. Lege Mystiker auf die Breakzone, wähle einen Stürmer aus, bis zum Ende des Zuges verliert er 1000 Stärke. Auch nicht schlecht, man muss nur ihn dulden. Ist nochmal ein kleiner Battle-Trick. Man kann ihn recht am Anfang spielen und dann irgendwann, wenn man Platz braucht, haut man ihn einfach weg und kann ihn vielleicht auch noch sehr, sehr gut nutzen. Ah, endlich mal wieder Windkarten, hat man schon länger keine mehr. Der Weißmagier. Lege Weißmagier auf die Breakzone für 1 und ihn dulden. Wähle einen Stürmer aus, aktiviere diesen und erhält plus 1000 Stärke. Ja, Wind geht ja sowieso ein bisschen auf dieses Aktivieren. Das heißt, ähnlicher Effekt wie Sylph, außer dass man keine Karte ziehen darf. Und man verliert halt den Unterstützer und der kostet relativ viel dafür. Naja, mal schauen. So, hier kommen wir zu einer Karte, die sehr, sehr interessant ist, weil sie kann halt wieder helfen, um Minwu umzugehen. Also sie hilft sehr stark Feuerdecks mal wieder. Und was sollte es anders sein als ein Rotmagier?
Denn dieser Rotmagier wieder ein Zweier-Feuer-Unterstützer. Also Feuer hat sehr, sehr viele gute Zweier-Unterstützer. Das ist echt heftig. Mit dem Effekt, wähle einen Sturm aus. In diesem Zug erhöht sich der ihm zugefügte Schaden stattdessen um 1000. Damit umgeht man sehr, sehr einfach Minwu. Dieser Rotmagier ist definitiv eine Karte, die jedes Feuerdeck ein-, zweimal spielen will, mindestens. So. Nächste wieder eine Windkarte. Ein Schütze. Lege Schütze auf die Breakzone für einen Wind und ihn selber tappen. Wähle einen Stürmer aus dem Gegner kontrolliert. In diesem Zug reduziert sich der nächste Schaden, der er einen Stürmer zufügt, stattdessen auf 0. Okay. Das heißt, man hat einfach nochmal einen Schutz. Wenn man traden will, tradet man stattdessen nicht. Oder man kann halt einfach blocken und hat einen Stürmer extra. Dann haben wir hier den Krieger, den hatten wir schon mal. Einen Chocobo. Einen 3-Kosten-Chocobo mit 6000 Stärke. Wenn er das Spielfeld betritt, wähle einen Stürmer außer Chocobo aus. Dieser erhält Hast bis zum Ende des Zuges. Könnte sehr, sehr interessant beim Standard-Kämpfer-Deck sein. Einfach, weil man damit Gegner überraschen kann. Plötzlich hat man Hast. Aber man muss ihn halt zusammen mit einem anderen Stürmer spielen, ansonsten lohnt sich der Effekt natürlich eher weniger. So, dann haben wir ein weiteres Monster, ein ziemlich gutes. Den GD Landsknecht aus Final Fantasy 13. Mit dem Effekt, lege GD Landsknecht auf die Breakzone, wähle einen Stürmer aus. Dieser hält Erschlag bis zum Ende des Zuges und man zieht eine Karte. Also einmal mehr, ein Monster, welches nur 1 kostet, einem einen zusätzlichen Effekt gibt, der sehr, sehr viel ändern kann. Und sofort wieder eine Karte ziehen. Definitiv nicht schlecht. So, dann haben wir eine weitere Foil kommen mit dem Schwarzmagier, der auch noch ein bisschen fragwürdig ist, von dem, was ich bisher gehört habe. Es gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu ihm. Kostet 4, aber hat einen recht coolen Effekt, dass er 2 Stürmern 5000 Schaden zufügen kann. Es gibt ja den neuen, ich glaube, Weisen im Feuer, der Hast hat und wenn man mit ihm angreift, kriegen alle Gegnerstürmer 2000 Schaden. Und was halt im Draft einmal geklappt hat, bei einem anderen Spiel, wo ich halt nicht dabei war, er hat halt einen Schwarzmagier gespielt, hatte dann seine 2 Weisen und hat halt sofort mit denen angegriffen. Und damit war er halt auf 11.000 Schaden für 2 Stürmer und halt nochmal 6.000 für die anderen. Mal schauen. So, Faustkämpfer. Noch gar nicht gesehen, die Karte. Für jeden Job Standardkämpfer-Stürmer, den du kontrollierst, außer Faustkämpfer, erhält Faustkämpfer 2000. What? Das heißt, allein wenn man 2 Standardkämpfer hat, hat er schon 9000. Und wer mein Standardkämpfer-Deck kennt, der weiß, Standardkämpfer kommen selten alleine, sondern es kommen sehr, sehr viele. Nehmen wir mal an, ich hätte ihn auf dem Feld bei meinem Chocobo-Deck. Natürlich habe ich kein Erde in dem Chocobo-Standardkämpfer-Deck, aber nehmen wir es mal an. Ich hatte da durchschnittlich 2 oder 3 Chocobos, 1 oder 2 Mimes und ihn dann auch auf dem Feld. Ja, dann vielleicht noch Barts, der alle Jobs hat. Das heißt 5, 6, sagen wir mal 7, hat er einfach 14.000 plus. Der hat dann 19.000 für einen Zweier. Wow! Man muss über einen Erdestandardkämpfer denk mal nachdenken. Okay, die Karte. Der Butzebot M1. Ein Monster, welches 1 kostet, aber ich glaube, er war einfach ziemlich trash. Bis zum Ende des Zuges für einen Wind wird Butzebots auch zu einem Stürmer mit Stärke von 3000. Und Butzebots kann nicht von Stürmern mit Kosten von 3 oder mehr geblockt werden. Okay, das ist gar nicht mal so schlecht. Er ist halt ähnlich wie eine Yuffie letzten Endes. Yuffie hat auch nur 3000, glaube ich. Oder hat Yuffie 4000? Auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, weil sie halt ein Monster ist. Ja. Nicht unterschätzen mit dem Butzebot, der könnte interessant werden. Dann haben wir den Begrenzer. Auch ein X-Burst 3er Unterstützer. Mit dem Effekt, dass er einen Zwiet sucht und der Hand hinzufügt. Zwiet sind halt die aus Final Fantasy 7 Dirge of Cerberus. Rosso, Azul, Weiß, Nero, die ganzen Leute. Schelke, das heißt, man kann mit ihm Schelke suchen, Eis-Blitz-Deck mal wieder, Eis-Blitz-Aggro-Deck und ihn dann um Schelke zu suchen, Schelke ausspielen, Schelke spielen, dann den
dann irgendeinen, den Zweier hast, Ninja rufen, Gegner muss seine Karte abwerfen und hast ins Gesicht. Eisblitz-Aggro könnte sehr, sehr böse werden. Ich bin da sehr gespannt drauf. So, dann haben wir Ritz. Auch eine sehr, sehr hübsche Karte. Aus Final Fantasy Tactic Advance. Sie ist ein Fechter, kostet 3, hat 7000. Damit natürlich on curve. Und sie hat den Effekt, Charaktere, die du kontrollierst, können nicht durch Beschwörung oder Fähigkeiten deines Gegners auf die Hand ihres Besitzers zurückgebracht werden. Falls du Kartenname Shara kontrollierst, erhält Ritz 2000 Stärke. Okay, ist halt ein passiver Effekt, der ganz okay ist. Nicht mehr auf die Hand zurückschicken, negiert so ein paar Sachen wie Leviathan und sowas. Die Frage ist, wie relevant auf die Hand zurückschicken ist, letzten Endes. So viel Zerstörung, wie wir jetzt hier wieder haben und aus dem Spiel entfernen. Müssen wir mal schauen, letzten Endes. So, nächstes Booster. Und es fängt direkt mit einem sehr, sehr interessanten Monster an. Nämlich Cleone. Cleone kostet 2, hat aber einen sehr interessanten Effekt. Und zwar, wenn Cleone auf dem Spielfeld ist und eine Beschwörung aktiviert wird, eine eigene oder eine gegnerische, wird Cleone vom Feld auf die Breakzone gelegt und negiert diese. Und dann darf man eine Karte ziehen. Das heißt, man kann wirklich damit jede Beschwörung negieren. Wenn der Gegner Cleone vergisst und Bahamut oder sowas aktiviert, zack, negiert, ich ziehe eine Karte. Tja, doof gelaufen. Oder wenn man ein Deck spielt, welches selber nicht mit sehr vielen Beschwörungen spielt, spielt man einfach Cleone aus, spielt keine Beschwörung mehr und dann kann der Gegner nämlich auch keine nutzen. Und sobald er eine nutzt, kriegst du eine Karte extra. Sehr, sehr wichtig, die Karte. So, dann haben wir einen Usher, den kennen wir schon. Einen Waldläufer. Kosten 3, 4000. Das ist der, den ich gemeint hatte. Es war doch kein Weiser. Mit Hast. Und wenn Waldläufer angreift, füge einen Stürmer, die dein Gegner kontrolliert, 2000 Schaden zu. Das heißt, man spielt ihn aus, hast Angriff, 2000 Schaden auf alle. Er kann mit jedem 6000er traden. Wenn du sogar zwei Waldläufer ausspielen kannst, Partyangriff, 4000 Schaden auf alle. Und das dann kombiniert mit Schwarzmagier, mit Palom oder sowas, die Stärke, die den Schaden um 1000 erhöhen. Kann er sehr, sehr böse werden. So, den Ritter kennen wir auch schon. Den kennen wir noch nicht. Den Goblin. Lege Goblin auf die Breakzone, wähle einen Stürmer aus, dieser hat plus 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Wieder ein Einkostenmonster, der sofort seinen Effekt nutzen kann. Man braucht, wenn man ihn spielt, keinen Mönch. Weil er hat denselben Effekt wie der einer Mönch. Okay, er ist kein Unterstützer, das ist sein Nachteil. Aber man kann es halt sofort aktivieren. Also in manchen Situationen ist er vielleicht sogar wertvoller. So. Ein Eisunterstützer, Barde. Scheint ziemlich viel zu kosten. 2 Eis, 2 beliebige und ihn tappen. Aber man kann ihn zumindest schon mal früh am Anfang spielen. Man legt Barde auf die Breakzone. Dein Gegner wirft 2 Karten von seiner Hand ab. Okay, dafür lohnt es sich dann schon wieder. Immer mehr Handkarten ablegen. Wird interessant. So, dann haben wir Mori aus Theater Rhythm. Ein 2- und Wasserunterstützer. Man kann ihn auf die Breakzone legen und eine Karte ziehen. Ich glaube, da gibt es bessere 2er Wasserunterstützer. Ist zwar manchmal auch nicht schlecht, aber es gibt einfach bessere. So, dann haben wir den Waldläufer als Foil. Den kennen wir ja schon, wenn er aufs Spielfeld kommt 1000 und man kann ihn brechen und einen Wind bezahlen und ihn tappen, um 2000 Schaden zu machen. Aber wir haben jetzt schon mal eine Rare Foil. Das ist die erste Rare Foil, die wir sogar tatsächlich haben. Hero Foil hat man noch keine. Bahamut, der zweite, sehr schön. Tom Barry ist der zweite, auch sehr gut. Der zweite Sid Randell, dafür müsste ich jetzt mehr als genug haben. Ui, und da haben wir die nächste Legend. Die Lightning. Und die ist ziemlich cool. Die ist sehr, sehr cool. Erstens mal sehr, sehr cooles Artwork. Kostet 5, hat nur 7000. Was sich ziemlich schlecht erstmal anhört. Kommt im Endeffekt auf dieselben Level wie Steiner und Co. Aber sie sucht nichts. Aber, sobald sie das Spielfeld betritt, oder wenn sie angreift und man einen anderen Final Fantasy 13 Charakter kontrolliert, kann man einen Gegnerstürmer auswählen und ihn dullen. Und Charakter besagt, es zählen auch Backups. Das heißt, man könnte den Ice Mokri spielen, der einen Kategorie 13 Stürmer sucht. Man sucht sich Lightning, spielt Lightning, dullt ein, greift an, da sie Hast hat, dullt noch ein. Das heißt, man kann einfach pro Zug zwei, also wenn man sie ausspielt, zwei dullen.
Zudem hat sie noch einen Zusatzeffekt. Man kann eine Lightning aus der Hand abwerfen. Also ähnlich wie ein S-Effekt, nur dass es halt kein S-Effekt ist, sondern ein Aktionseffekt. Man entfernt Lightning auf dem Spiel und bringt sie dann Dull aufs Feld. Das heißt, man könnte theoretisch sogar pro Zug oder in einem Zug drei spielen. Man spielt sie aus, duldet ein, greift an, duldet einen anderen, nutzt ihren Effekt, spielt sie neu, duldet den dritten und greift mit den restlichen Stürmern an. Das könnten sehr, sehr interessante Kombos mit ihr werden. Wir haben schon vier Legends tatsächlich. Wahrscheinlich sind, und das war jetzt alles nur die eine Hälfte hier, also der eine Drittel, mal schauen. Hier drin sind wahrscheinlich einfach gar keine. Aber über die Lightning freue ich mich. Über die freue ich mich sehr, sehr. So. Da haben wir den Karate-Kämpfer. Über den habe ich in meinem Pre-Release-Video schon gesprochen. Aber die Leute aus München haben gemeint, der ist eher ziemlich doof. Kostet 2, hat 5000, stärkt einen Stürmer auf 5000 bis zum Ende des Zuges. Aber er kann halt manchmal, so vor allem im Late Game, einfach, ja okay, hier, bam, 5000 plus Angriff. Er kann einfach diesen letzten Push manchmal machen. Man muss ihn ja nicht 10-mal im Deck spielen, sondern halt ein- oder zweimal. Ich glaube aber, der könnte sehr, sehr relevant sein. So, da haben wir den Weisen nochmal, der Sachen einfrieren kann. Wir haben den Hexer, 2er Blitzunterstützer. Man kann den Tapmund auf die Breakzone legen, einem aktiven Stürmer 4000 Schaden zufügen. Ja, okay. Er bricht sich immerhin selber. Das ist so eine Sache, die Blitz ein bisschen braucht. Dann haben wir den Koyo Koyo. Eine neue Wasserbeschwörung, die eigentlich ähnlich ist wie der Mokri. Der einzige Unterschied ist, Mokri zieht erst die Karten, dann wirft man eine ab. Bei ihm muss man erst eine abwerfen und zieht dann die Karten. Also, ja, Mokri ist wahrscheinlich besser, aber wenn man ein Deck spielen will, was drei Mokris, drei Koyo Koyo spielt, dann nur zu. So, dann haben wir einen Dieb, einen Einkostenstürmer, Wind. Mit dem Effekt, ja, dass er aufs Feld kommt und der Gegner die oberste Karte vom Deck auf die Breakzone legen muss. Also ein bisschen in die Richtung Deckout. Neben den Dieben, die es halt vorher gab, kostet er halt nur 1 und ist ein bisschen schwächer. Interessant. So, dann haben wir einmal einen Zack aus Theater Rhythm. X-Burst 3er Unterstützer. Mit dem Effekt, wenn er aus das Spielfeld kommt, ein Kartenname Cloud oder Jobsoldat aus der Breakzone wählen und wieder aus der Hand hinzufügen. Die Frage ist halt bei ihm, will man ihn spielen oder den Legend Zack, weil beides spielen ist leider nicht wirklich sinnvoll. Aber er hat definitiv seine Vorteile. Er kostet halt einmal weniger. Und der andere Zack kann halt erst dann seinen Effekt nutzen, wenn er auf den Breakzone gelegt wird. Wenn er das immer kann. So, dann haben wir einen neuen Elementaristen. Der sogar ziemlich cool ist. Ein 2er Erde-Unterstützer. Kostet relativ viel mit 2 Erde und einem beliebigen um den selber. Das heißt, 3 Unterstützer kostet das prinzipiell. Aber man kann einem seiner Stürmer Courage geben. Bis zum Ende des Zuges. Und das ist nicht schlecht, Courage zu haben. Und man kann es halt jederzeit nutzen. Dann haben wir einen Feuerbix, den ich mir extra erst ertauscht hatte. Jetzt habe ich eine so gezogen. Naja, mein Gott. Sieht cool aus. Hat den Effekt. Wähle einen Job Avalanche aus. Dieser hält 1000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Falls du Kartenname Wedge kontrollierst, hält er stattdessen 2000 Stärke. Ist also ein bisschen besser als der Mönch letzten Endes. Aber nur für Avalanche-Charaktere. Aber man kann ja einen Avalanche-Deck mal machen. Dann haben wir Delita, den kennen wir auch schon aus dem Pre-Release-Set. Wenn er das Spielfeld betritt, wähle einen Stürmer aus, den dein Gegner kontrolliert. Du kannst einen Stürmer außer Delita mit denselben Kosten auf die Breakzone legen. Falls siehst du es, bricht den ausgewählten Stürmer. Das heißt, der Gegner hat einen 3er-Stürmer, man spielt Delita aus, hat vielleicht noch einen anderen Stürmer auf dem Feld. Zum Beispiel Zack mit Kosten 5. Und der Gegner hat irgendeinen anderen 5er-Stürmer auf dem Feld. Zack, ich spiele Delita, brech meinen Zack. Brech da einen Stürmer mit, 6 Effekt, ich hol Cloud wieder. Also so eine Traumkombo, aber na gut. Wenn Delita von Beschwörung oder Fähigkeiten deines Gegners ausgewählt wird, erhält Delita 1000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Das heißt, er kann auch nicht so einfach durch Brünnhilde sterben. Interessant. Bahamut allerdings killt ihn trotzdem. So, dann haben wir Ezel. Wenn dein Gegner eine Beschwörung einsetzt, aktiviere alle Stürmer, die du kontrollierst. Okay, 2er Windstürmer, Stürmer, tatsächlich. Kann mal eine gute Tech-Karte sein, muss man mal schauen, ob man die spielt.
Dann auch wieder eine sehr kontroverse Common-Karte. Der Marodeur. Kostet 2, ist ein Standardkämpfer, hat 1000 Stärke. Aber mit dem Effekt, wenn er angreift, bekommt er 8000 dazu. Das heißt, man kann ihn ausspielen. Angriff 9000. Er stirbt halt sofort. Wenn der Gegner dann zum Beispiel den Weitläufer einsetzt und angreift, ist Marodeur tot. Oder ähnliches. Oder irgendeine Feldkarte wie bei Fares oder so. Er stirbt halt sofort dann. Aber wenn man ihn ausspielen kann und angreifen kann, der Gegner hat eben nicht so ein Removal, so ein Easy Removal, der wenig kostet, dann hast du 9000er Angreifer. Vielleicht sogar 10000er, wenn du LeBlanc hast. Also bei ihm muss man mal aufpassen, wie der sich durchsetzt. Kann auf jeden Fall eine gute Tech-Karte wieder sein. Dann eine Hero-Karte mit Setzer. Den muss ich mir selber auch nochmal durchlesen. So. Wenn Setzer das Spielfeld betritt, kannst du einen Kategorie 6 Charakter suchen und deine Hand hinzufügen. Oh. Wenn Setzer vom Spielfeld auf die Breakzone gelegt wird, will ein Stürmer aus den Gegner kontrolliert, diese wird dull und eingefroren. Okay. Kostet 5, hat nur 7000. Aber hat wieder den Effekt, man kann es wieder einen 6er suchen. Feuer-Eis-Deck. 6 Tactics. Hat aber keinen Exburst wie Steiner zum Beispiel. Hat aber dafür noch diesen Zusatzeffekt, dass wenn er weggeht, dass man einen dullen und frieren kann. Also. Interessant, interessant. Könnte relevant werden. Wie gesagt, vor allem wenn ich einen 6er Tactics und Tactic Advance und 6er Eisfeuerdeck spiele, könnte Setzer sehr, sehr interessant werden. So. Bisher nur eine Feuer Legend, ne? Was aber auch vollkommen okay ist, weil bisher habe ich nur ein Drittel der Booster. Und noch nicht mal davon alle geöffnet. So, weiter geht's. Nächstes Booster. Evokateur, ein 2er Wasser-Unterstützer. Ähnlich wie, das ist eigentlich interessant. Okay. Es gibt den Eis-Unterstützer, den Schaman, glaube ich, heißt er. Oder heißt er ein Weiser? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall, er kostet 3 und hat halt den Effekt, du kannst ein Eis bezahlen, ihn auf die Breakzone legen und dann eine Beschwörung annullieren. Bei ihr muss man ihn selber dullen und es zählt halt nur für Beschwörungen mit Kosten von 3 oder weniger. Das heißt, es hat manchmal ein bisschen mehr Valuität, aber manchmal eben auch nicht. Mal schauen, ist halt ein 2er Unterstützer. Ramu kennen wir, den Chocobo kennen wir inzwischen. Ich habe aber gleich nicht über seinen Effekt gesprochen. Ähnlich halt wie der anderen Chocobos. Er hat keine Hast, hat dafür aber 6000 statt der andere 3er Chocobo mit 4000. Aber ansonsten hat er denselben Effekt, wenn eine Gruppe bildet und angreift, 3000 Stärke plus für alle, die in der Gruppe sind. Atmos kennen wir. Mathematiker. Eine 4-Kost-Unterstützerkarte, die man auf jeden Fall im Auge haben muss. Denn wenn er das Spielfeld betritt, wähle eine Zahl. Alle Stürmer werden dull. Mit denselben Kosten. Das heißt, man spielt Mathematiker, man hat selber vielleicht nur lauter 3er, 4er oder sowas. Oder der Gegner hat dann lauter 3er, man selber hat nur 4er. 3, alle dull. Und eingefroren sogar. Ja, dull und eingefroren. Das wird gefährlich. Dann wieder der Hass-Ninja. Ein Kaktor. Sehr, sehr coole Karte. Auch wieder ein 1-Kosten-Monster. Allerdings ist er nicht so effektiv gelaufen während des Drafts. Mal schauen, ob sich das dann irgendwann ändert. Aber in so einem Windping-Deck kann er wieder sehr relevant werden, weil er kostet nur 1. Er kann sich selber dullen, einem Stürmer 1000 Schaden zufügen. Dann hat man ja genug Sachen, mit denen man seine Charaktere wieder aktivieren kann. Und dann hat man noch Balti, Ishtola und so weiter und so fort und schießt dann halt die ganze Zeit Schaden. Zudem hat er noch für eine Wind und 2 beliebige Schaden und man kann ihn dullen. Und man muss ihn auch dann weglegen. Aber man kann dann einem Stürmer 10.000 Schaden zufügen, aber man selber bekommt einen Schaden und darf keinen Exburst aktivieren. Das heißt, das ist so ein Last Resort. Okay, ich will jetzt unbedingt deinen Stürmer wegschießen, Karte. Nehmen dafür sogar den Schaden hin. Müssen wir mal schauen, wie er läuft. Dann eine Foil Rare Card, der große Bomber in Anführungsstrichen, kostet 2, ist ebenfalls ein Monster. Und man kann für eine Feuerenergie ihn zu einem Monster machen lassen mit 5000 Stärke und mit dem Effekt, man kann Bombe auf die Breakzone legen und allen Stürmern 4000 Schaden zufügen. Ja, auch das geht wieder in die Richtung, ich mache halt allen Stürmern Schaden, spiele dann den Waldläufer, mache nochmal auf alle 2000 Schaden und dann, ja. So, dann haben wir den Gladiator, ein Unterstützer, Standardkämpfer, Wasser,
mit Kosten von 2. Und im Effekt ein Wasser und ihn selber dulden, ihn auf die Breakzone legen. Einen Job Standardkämpferstürmer, den man kontrolliert, mit Kosten von 3 oder weniger in der Breakzone auswählen. Und ihn wieder aufs Spielfeld bringen. Nur einmal pro Spielzug. Der ist relevant, der ist sehr relevant. Ich kann in meinem Standardkämpferdeck wieder ein paar mehr Stürmer, Unterstützer spielen. Das ist eine perfekte Karte dafür. Ich kann mir meinen suchen, ich kann mir Chocobos suchen. Ich kann damit wieder Feld frei machen, um dann zum Beispiel Bran zu spielen oder irgendwas. Weil das ist halt mein Nachteil momentan, den ich habe, dass ich eben nur 5 Unterstützer habe, die ich spielen will. Den kann ich aber auch sehr gut spielen. Da haben wir auch eine interessante Karte. Den Cid, World of Final Fantasy. Ein Eisunterstützer mit Kosten von 2 und ich sollte aufhören, die Karten wegzuwerfen. So, er ist ein Unterstützer. Er kann nicht gebrochen werden. Das heißt, der Gegner kann ihn einfach nicht brechen. Er muss ihn irgendwie anders loswerden, zurück auf die Hand schicken oder ähnliches. Man kann ihn aber selber dulden und auf die Breakzone legen und ein Monster mit Kosten von 2 oder weniger in der Breakzone auswählen und das aufs Spielfeld holen. Nur im eigenen Zug. Ah, da kommen wir wieder zu dem Eis. Zu dem Eis-Blitz-Aggro-Ding. Weil man kann einfach relativ easy wieder ein Monster zurückholen mit diesem Sit und das kostet so gut wie nichts. Auch eine sehr, sehr gute Karte. Man kann halt auch Eis-Blitz-Aggro spielen. Wir können Eis-Feuer Final Fantasy Tactic Advance spielen. Mit, mit dem 6er Kategorie, mit den Kategorie 6ern. Man kann einfach so viel spielen. Ah! Dann haben wir einen neuen Ritter für das Ritterdeck, was wir ja schon hatten, Exo. Wobei ich noch nicht weiß, ob der so relevant ist, muss ich mir gleich mal durchlesen. Kostet 3, hat 6000, ein bisschen Undercurve, aber sein Effekt sagt, wenn er aufs Spielfeld auf die Breakzone gelegt wird, wähle einen aktiven Stürmer aus, den der Gegner kontrolliert, füge ihm 7000 Schaden zu. Okay. Kann man, glaube ich, mit leben. Und da haben wir, ne? Da haben wir ihn. Ihn hier. Den, der alles ziert hier. Den Hero Cloud, den ersten, den wir jetzt so gezogen haben, neben dem Pre-Release. Kein Foil, aber ein So-Hero. Damit haben wir unseren zweiten. Hoffen wir mal, dass wir noch einen dritten ziehen, damit ich ein Playset habe. Sehr schön. Über ihn freue ich mich. Er hat X-Burst. Wenn er aufs Spielfeld kommt, oder eben durch den X-Burst, und man einen anderen Kategorie 7 Stürmer hat, das ist das richtige Stürmer. Das ist das, warum viele meinen, vielleicht ist er doch nicht ganz so gut, wie viele meinen. Aber wenn man einen Kategorie 7 Stürmer hat, außer ihm, und dann der X-Burst kommt oder ihn aufs Feld bringt, kann man einem gegnerischen Stürmer 7000 Schaden zufügen. Zudem einen Cloud wegwerfen, ein Feuer bezahlen, ein beliebiges bezahlen, ihn tappen, einen gegnerischen Stürmer 8000 Schaden zufügen, allen anderen 4000. Problematisch und geht es ein bisschen natürlich wie Minwu. Aber 8000 Schaden ist nicht schlecht. Der andere Cloud, der Legend Cloud aus Opus 1, der hat zwar einen einfach gebrochen, ist so ein Mix aus beiden Effekten. Er bricht halt nicht direkt ein, sondern macht 8000 Schaden, was meistens reicht, um einen zu brechen. Mal schauen. Ich werde es definitiv testen. Der wird sehr, sehr interessant. So. Nächster Booster. Wir sind immer noch nicht durch ein Drittel durch. Das könnte einige Zeit in Anspruch nehmen. So, aber wie gesagt, sobald wir mal durch alle Karten durch sind, geht es ja ein bisschen schneller. Alexander, den hatten wir auch noch nicht. X-Burst, 2er Beschwörung, Wind, mit 2 Effekten. Und zwar, entweder wählt man ein Monster und bricht dieses, beliebiges, also das ist ähnlich, der Drache sagt ja, dass man ein Monster von kostet 4 oder weniger, er bricht wirklich alles. Und das, obwohl er so gut wie nichts kostet. Und zudem hat er noch diese Karte, den Effekt, einen Unterstützer wählen, diesen aktivieren und eine Karte ziehen. Das heißt, man kann ihn auch einfach ausspielen für 2 Unterstützer, einen davon wieder aktivieren und eine Karte ziehen. Ist jetzt nicht schlecht, wie gesagt. Nun ist halt einfach nur, okay, ich kann Monster von dir brechen. Okay, du spielst keine Monster, dann ziehe ich halt wenigstens eine Karte von ihm. So, den Goblin, den kennen wir schon. Gute Karte. Den Samurai kennen wir auch. Dann einen Barden, der 2 kostet. Und ein Unterstützer ist. Und tatsächlich ein bisschen billiger als ein anderer Barde, den es gibt. Aber der andere Barde killt sich nicht selber. Das heißt, Vor- oder Nachteil muss man halt wieder sehen. Aber man darf Barde auf die Breakzone legen, indem man ihn duldet und ein Eis bezahlt. Und einen gegnerischen Stürmer auswählen und diesen dullen. Könnte auch sehr, sehr interessant werden. Dann eine Karte mit sehr coolem Artwork. Ein neuer Ifrit. X-Burst kostet 2.
Ist damit ein bisschen teurer als der einer Ifrit, den es in Opus 1 gibt, aber er hat auch in Anführungsstrichen nur den Effekt, 4000 Schaden zuzufügen. Es sei denn, man hat 5 oder mehr Feuercharaktere, dann macht er 7000 Schaden. Das heißt, ab da an ist er eine Brünnhilde, die 1 weniger kostet. In einem Mono-Feuerdeck könnte das sehr, sehr relevant werden. So, dann haben wir Dunkelritter, den kennen wir auch schon. Dann haben wir Adamantheimer, den kennen wir auch schon. Und da haben wir eine neue Foil Legend. Den Zwiebelritter, den habe ich auch beim Draft gezogen. Den habe ich allerdings dann gegen einen Mira getauscht. Und er sieht einfach auch mega gut aus. Aber die Dissidia Final Fantasy Artworks sehen sowieso ziemlich geil aus. So, er ist ein 4er-Kostenstürmer mit 7000. Das heißt leicht Undercurve. Ja, das ist ein paar, es gibt so ein paar Sachen. Ich fände es auch ziemlich cool, so ein Bahamut als Monster zu haben, oder? Ja. Leider sind die Bahamuts aber alles nur Beschwörungen. Hast recht. Aber da habe ich auch schon mal gedacht. Immerhin gibt es einen Behemoth, der ist ganz cool. Aber ja, Zwiebelritter. Man spielt ihn aus, darf einen Stürmer auswählen, 3000 Schaden zufügen. Dasselbe, wenn er angreift. Also wenn er das Spielfeld betritt oder angreift, kannst du 3000 Schaden schießen. Wieder für das Windschadenschießen-Deck. Außerdem, wenn er das Spielfeld betritt, kann man einen Kartennamen Zwiebelritter jeglichen Elements außer Wind aus der Breakzone auswählen und ihn der Hand hinzufügen. Das heißt, man kann zum Beispiel den aggressiven Zweier-Licht-Zwiebelritter spielen. Wenn der dann weg ist, nimmt man den zurück auf die Hand und kann ihn ausspielen. Wenn man ihn ausspielt, oder man nimmt halt den anderen, dessen S-Effekt nämlich hier das Relevante ist. Denn er hat einen S-Effekt, welcher sagt, lege Zwiebelritter unter dein Deck. Falls du dies tust, wähle einen Kartenname Zwiebelritter mit dem Job Weiser und spiele ihn auf das Spielfeld. Die Sache ist die, man spielt ihn, schießt 3000 Schaden auf einen, nutzt dann vielleicht seinen S-Effekt von dem Zwiebelritter, den man ja auf die Hand geholt hat, holt sich dann den Sage, das gibt momentan nur den einen Zwiebelritter, den man mit der Kefka-Kombo spielt, aus Opus 1, den 3er, 6000er. Welcher den Effekt hat, wenn er aufs Spielfeld kommt, wähle einen geschädigten Stürmer, füge ihm 5000 Schaden zu. Das heißt, zack, 3000 Schaden, S-Effekt, zack, 5000 Schaden, 8000 weg. Wenn man Blitzwind spielt, könnte es relevant sein, ansonsten ist die Karte aber auch an sich in einem Winddeck, glaube ich, nicht schlecht. So. Sehen wir hier mal die Legend Foils zur Seite. Also schon zwei Foil Legends, sehr schön. Weil das sind sozusagen die Extra Legends. Dann haben wir hier einen Wedge. Einen Zweier-Unterstützer. Ne, ein Dreier-Unterstützer ist das. Welcher aber Bix verbessern kann. Wenn Wedge das Spielfeld betritt, kannst du einen Job Avalanche-Stürmer suchen und deine Hand hinzufügen. Da hat man wieder einen Searcher. Für Barrett immerhin. Zählt aber nur für Stürmer an. Müssen wir mal schauen, ob es noch andere Avalanche-Stürmer gibt. Ich habe nämlich bisher noch keine gesehen. So, dann haben wir Arun Senna, einen Vierer-Unterstützer. Mit dem Effekt, wenn sie das Spielfeld betritt, kann man einen Kartenname Kane Senna oder Ryo Senna suchen und der Hand hinzufügen. Das Problem ist, die ganzen Sennas sind irgendwie nicht so toll. Müssen wir mal schauen. Der ist interessant, den habe ich noch nie gesehen. Der schwarze Tenor 3. Es gab ja, glaube ich, schon mal einen Black Waltz 3, der aber nicht so pralle war. Bei ihm müssen wir mal schauen. Er hat den Effekt, wenn Schwarzes Tenor 3 das Spielfeld betritt, wähle einen Stürmer aus, dieser verliert 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Schon mal ziemlich gut, weil man spielt ihn aus, senkt ein und er hat 6000, das ist okay. Wenn Schwarzer Tenor 3 vom Spielfeld auf die Breakzone gelegt wird, wähle einen Stürmer aus, verliert 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Das heißt, er kann theoretisch auch mit jedem 8000er traden. Weil der Gegner greift zum Beispiel mit 8000 an oder man greift selber an. Macht 6000 Schaden, er geht weg, 2000 Stärke weniger. Damit stirbt er dann auch. Interessant. So, und dann haben wir eine neue Hero, die ich noch nicht kenne. General Leo. Eine neue Final Fantasy 6er Karte. Wie gesagt, ihn habe ich noch gar nicht gesehen. Wenn General Leo angreift, wähle einen Stürmer aus, den Gegner kontrolliert, füge 2000 Schaden zu. Und S-Effekt für 3, füge allen Stürmern, die ihren Gegner kontrolliert, 5000 Schaden zu. Damals wieder Ping-Effekt, Angriff, Schaden, S-Effekt, Schaden. Das kombiniert mit dem ganzen anderen Zeug. Ja, ja, Monofeuer, ne? So, nächstes Booster.
Den Evokateur kennen wir. Der Pudding. Pudding, ein weiteres Eismonster. Den man meiner Meinung nach auch nicht unterschätzen darf. Er kostet 1. Hat den Effekt für ein Eis und ihn selber dullen, dass man einen weiteren Pudding aus dem Deck suchen und auf die Hand nehmen kann. Das heißt, man bezahlt so gesehen ein Eis und dullt ihn selber halt, was aber an sich nichts ist, weil er ist ja kein Unterstützer. Sucht sich einen neuen Pudding und hat damit wieder 2 Kristallpunkte. Das heißt, man hat einen für 2 getauscht. Wenn man den dann aber ausspielt, hat man noch einen zweiten, was dann nicht so viel bringt, aber man kann sich dann noch den dritten suchen. Und dann hat er aber noch einen Zusatzeffekt, nämlich kann man Pudding auf die Breakzone legen, indem man nur ihn selber dullt. Und dann muss der Gegner eine Handkarte abwerfen. Das heißt, man kann relativ schnell mit ihm die anderen Puddings suchen, die auch relativ schnell ausspielen. Und schon hat man auf dem Feld sofort die Möglichkeit, okay, ich hau dir 3 deine Handkarten weg. Man kann es nur in seinem eigenen Zug einsetzen, aber sollte man nicht unterschätzen. So ein Deck mit 3 Puddings. So, den Drachen kennen wir, den Barden, lässt einen Böse werden, kennen wir auch, den Goblin kennen wir auch. Ein Gelehrter, ja, den haben wir auch schon gesehen mit dem Schaden, den Schokobo haben wir auch schon gesehen. Neue Karte, Orlando. Und der ist sogar ein Hero, unsere erste Foil Hero Karte. Das heißt, wieder eine Karte, die einiges wert sein könnte, je nachdem wie stark er wird. Kosten 5, 9000, das hört sich schon mal gut an. Wenn Orlando das Spielfeld betritt, wähle einen verletzten Stürmer aus, bricht diesen. Okay, also wieder so ein bisschen in diese blitzgeschädigte Variante rein. Wird natürlich gegen Minwu nicht so viel bringen. Und dann Schattenklinge. S-Effekt 2 Blitz. Wähle einen Stürmer aus, dieser verliert 7000 Stärke bis zum Ende des Spielzuges und aktiviere Orlando wieder. Das heißt Angriff und dann Effekt, ihn wieder aktivieren und einem 7000 Schaden zufügen. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an. Müssen wir mal beachten, den Typen. Okay, da haben wir 2 Unterstützer, die als nächstes kommen, die sehr interessant sind. Meryl Whip kostet 4 und ist ein Searcher als Unterstützer. Ist jetzt nichts mega Besonderes. Es gibt schon viele Vierer und Unterstützer, die was suchen. Das Interessante bei ihr ist, wenn sie aufs Feld kommt, sucht sie nicht nur irgendwas Bestimmtes. Sie sucht jeden x-beliebigen Wasserstürmer. Entschuldigt bitte, das hört man leider im YouTube-Video, denn da kann ich das Mikro nicht stumm stellen. Man spielt sie aus. Man kann sich Tides suchen. Man kann sich Steiner suchen. Man kann es Beatrice suchen. Man kann es also in einem 10er-Deck spielen. Man kann es in so einem Deck spielen. Man kann es in einem Monster-Deck spielen, weil man es jeden Stürmer suchen kann. Jeden x-beliebigen Stürmer. Ich könnte es in meinem Standardkämpfer-Deck spielen, einfach nur um sie zu spielen, um mir meinen Krieger des Lichts zu suchen. Es ist einfach eine Karte, die so viel Versatile hat, man darf sie definitiv nicht unterschätzen. Die könnte sehr, sehr interessant werden. Dann eine weitere sehr interessante Unterstützerkarte. Diesmal wieder mit X-Burst und Kosten 3. Nämlich Mute. Und zwar hat sie den Effekt, man darf, wenn sie kommt, Cid Randall oder Remedy suchen und der Hand hinzufügen. Sie sucht halt nicht nur eine, sondern sie sucht 2 verschiedene. Und diese 2 verschiedenen bauen auch noch auf sich selber auf. Also wenn man den einen hat, kann man den anderen suchen. Und das ist ziemlich, ziemlich cool. So, Biggs kennen wir auch schon. Und als Hero haben wir einen Gogo. Es gab bisher schon mal Gogo der Mime. Oder der Mime. Jetzt gibt es aber diesen Gogo, welcher vom Job her auch eine Mime ist. Aber es ist halt Gogo selber, das heißt, man kann nicht den S-Effekt nutzen von Gogo der Mime oder Gogo der Mime. Aber man darf beide auf dem Spielfeld haben. Und er hat den Effekt, solange man einen Stürmer in der Breakzone hat, der entweder Hast, Courage oder Erschlag hat, erhält Gogo jeweils diese Fähigkeit. Das heißt, man spielt in einem Blitzdeck, in dem man eben zum Beispiel Dragoons spielt mit Hast oder Erschlag. Bam, Gogo hat Hast und Erschlag. Oder man spielt es in meinem Erde-Wasser-Deck mit Courage-Charakteren wie Guy. Guy ist im Friedhof. Gogo hat Courage. Müssen wir mal schauen. Könnte interessant werden. Ich glaube, so viele Wasserkarten mit solchen Effekten gibt es nicht. Aber ja, mal schauen, wie gesagt. Das bleibt ja alles momentan immer noch an uns, welche Kombinationen letzten Endes richtig gut werden und welche nicht. So, den Unterstützer hatten wir auch noch nicht. Den Hexer. Kosten 5, Standardkämpfer, und hat den Effekt, wenn er das Spielfeld betritt, wähle einen Stürmer aus, 7000 Schaden zufügen,
Wenn man 5 oder mehr Job-Standardkämpfer kontrolliert, füge ihm stattdessen 9000 Schaden zu. Es gibt sehr, sehr viele Standardkämpfer-Jobs. Das ist nicht so schwer, das hinzubekommen. 9000 Schaden kostet aber auch 5. Mal schauen, ob der Play sieht. Keine Ahnung. So, den Karate-Kämpfer mit dem plus 5000 Kenwa, Koyo Koyo mit dem 10 Kenwa. Ja, Fahrwasser. So, Ariman. Ein weiteres Monster. Ein Windmonster mit Kosten 2. Der ist allerdings ziemlich, ja, er ist etwas sehr, wie sagt man, konditionell. Der Nariman hat einen Effekt für einen Wind und ihn selber auf die Breakzone legen. Also er hat zwei Effekte, die kosten aber beide dasselbe. Man legt auf die Breakzone, bezahlt einen Wind, darf ein Monster mit 5 oder mehr Kosten brechen oder ein Stürmer mit Kosten von 5 oder mehr brechen. Spielt der Gegner allerdings so ein relativ schnelles Deck und keinen einzigen Kosten 5 Stürmer, ist Ariman wertlos. Man kann also Winddecks spielen. Wenn man allerdings sieht, der Gegner spielt ein Deck ohne solche Sachen, wirft man ihn weg. Ganz einfach. GD Landsknecht, kennen wir, ziemlich gut. Der Bade mit den zwei Handkarten abwerfen, ist auch okay. Den Wikinger kennen wir auch. Den Exburst Alexander Summon. Ist nur eine Common, aber trotzdem keine schlechte Foil, glaube ich. Denn wie gesagt, der könnte sehr viel Play sehen. Oh ja, und da haben wir einen der besten Unterstützer wahrscheinlich aus diesem Set. Und meiner Meinung nach einen der besten Windunterstützer, die es jetzt gibt. Und zwar Nono. Nono kostet 3, ist ein Mokri und hat einen verdammt krassen Effekt. Wenn ein Stürmer, den du kontrollierst, angreift, wähle einen Unterstützer, aktiviere diesen. Man kann damit sehr viel machen. Du hast 4 Stürmer. Hast alle deine Unterstützer genutzt. Angriff, aktivieren. Angriff, aktivieren. Aktivieren, aktivieren, aktivieren. Du kannst damit einfach deine ganzen Unterstützer wieder aktivieren und wieder was Neues ausspielen. Zudem gibt es mit ihm einige interessante Combo, nämlich mit der Hero-Karte Cemus. Eine Finsternis-Unterstützerkarte aus Opus 2, welcher sagt, du kannst Cemus Dull, einen Stürmer auswählen, der Stürmer darf nicht geblockt werden. Cemus Dull darf nicht geblockt werden, Angriff. Geht durch, Nono, ich habe angegriffen, Cemus aktivieren. Cemus-Effekt, der andere darf nicht geblockt werden, Angriff, Cemus aktivieren. Man kann nicht mehr geblockt werden, das ist eine interessante Combo. Mal schauen, ob die Play sieht. Aber man darf Nono nicht unterschätzen. In jedem anderen Deck auch, in einem Mono-Wind-Deck, Nono wird ein sehr, sehr relevanter Unterstützer, glaube ich. Und einmal mehr das Ziel von sehr vielen Hackathonchiers und Schützen. Auf ihn muss man aufpassen. Sehr, sehr stark. Dann einen neuen Bomber. Den kennen wir auch schon. Beatrix. Und eine Hero-Karte dann am Ende. Beatrix, auch eine sehr, sehr gehypte Karte bisher. Kostet 3. Hat 7000 Stärke, ist ein Ritter, also auch wieder für ein Ritterdeck interessant. Und zwar hat sie aber auch noch zusätzlich den Effekt, falls du Kartenname Steiner kontrollierst, welcher auch ein Ritter ist für das Ritterdeck, erhält Beatrice 1000 Stärke und Beatrice erleidet keinen Schaden durch Fähigkeiten des Gegners. Und da hätte ich fast niesen müssen, aber es hat aufgehört. Das heißt, man ist einfach durch Fähigkeiten des Gegners, so Schwarzmagier oder sowas, einfach safe. Wenn Beatrice angreift, verlieren alle Stürmer, die dein Gegner kontrolliert, 1000 Stärke. Das heißt, mit Steiner auf dem Feld hat sie 8000, das heißt, in 3 kosten 8000er. Und wenn sie angreift, senkt sie alle 8000 auch noch auf 7000 runter, das heißt, sie kommt auf 9000 so gesehen hoch, vom Wertigkeit her. Und ja, sie ist definitiv nicht schlecht. Wir haben ja gesehen, wie viele Effekte Wasser hat, um noch mehr Stärke zu senken inzwischen. Kombiniert mit Cagnaso oder ähnlichem, uiuiui. So, eine weitere Karte, die ich nicht kenne. Dadarma. Eine Erdekarte, Kosten 4, Stärke 8000. Schon mal sehr Standard. Kategorie 6, einmal mehr. Mit dem Effekt, wenn Dadarma von Beschwörung oder Fähigkeiten deines Gegners ausgewählt wird, wähle bis einem Stürmer aus, bis zu einem, okay, du musst also nicht, den dein Gegner kontrolliert, füge diesem 4000 Schaden zu. Wenn Dadarma Schaden erleidet, wähle einen Stürmer aus, den dein Gegner kontrolliert, füge diesem 4000 Schaden zu. Das heißt theoretisch, der Gegner aktiviert irgendwie sowas wie Brünnhilde auf ihn, will ihm Schaden machen, dann darfst du sagen, okay, der verliert 4000 Schaden. Und dann, sobald der Stürmer durch Brünnhilde, Schaden durch Brünnhilde bekommt, okay, kriegt er nochmal 4000 Schaden.
Interessant. Ist ein bisschen defensiv, um den Gegner ein bisschen zu stoppen. Durch Beschwörung oder ähnliches dann da einfach ordentlich reinzudrücken. So. Alexander, Klione, Krieger, den Hexer mit dem 4000 Schaden, den Ritter kennen wir auch, Zack kennen wir inzwischen auch. So, ich weiß nicht, wann genau die Kamera aufgehört hat, deswegen hier nochmal für YouTube. Der Matchwinner meines Drafts, Numanu Do. Meistens in den ersten beiden Spielen konnte ich ihn sofort erste Runde spielen, obwohl ich ihn nur einmal gezogen hatte. Mit einem Unterstützer. Er hat den Effekt, man kann ein Eis bezahlen, dann wird er zum Stürmer mit 5000 Stärke. Und sobald er angreift, kann man einen gegnerischen Charakter duellieren. Das heißt, ich habe ihn gespielt, erste Runde mit einem Unterstützer. Zweite Runde, okay, er wird zum Monsterangriff. Vielleicht noch den Hast-Stürmer gespielt. Angriff, weil ich hatte halt Blitzeis gespielt. Nächste Runde, okay, er hat einen Stürmer gespielt. Ja, okay, ich mache ihn zum Monster, dann Stürmer Dull, Angriff, Angriff. Schon hat er 4 Schaden drinne. Und dann nächste Runde, ja, okay, ich spiele halt noch irgendwas, was dich duellieren kann. Und dann gingen die Spiele sehr, sehr schnell zu Ende. Mein Matchwinner, ganz einfach. Dann haben wir hier den Zauberpot. Über den hatte ich vorhin schon mal geredet. Einen sehr, sehr merkwürdigen Effekt. Und zwar, man kann ihn selber duellieren. Also er kommt erstmal Duell aufs Feld. Das heißt, man kann seinen Effekt tatsächlich nicht sofort nutzen, es sei denn, man aktiviert ihn wieder. Und dann hat er seinen Effekt, man muss eine Erde bezahlen und ihn selber duellieren, ihn auf die Breakzone legen, einen Stürmer auf die Breakzone legen. Wobei ich mir da gerade noch nicht sicher bin, ob es beliebig ist, entweder vom Gegner oder von dir. Ich glaube aber ja, aber das macht es echt sehr, sehr mächtig. Und dann kann man einen Stürmer mit demselben Namen wie den Stürmer, den man auf die Breakzone gelegt hat, suchen und ihn auf das Spielfeld bringen. Das kann man nur in seinem eigenen Zug aktivieren. Aber wenn man wirklich damit einen gegnerischen Stürmer auch wegmachen kann, ist das ein ziemlich easy Removal, weil man sagt einfach, okay, dein Stürmer ist weg. Wenn der Gegner dann sogar ein Mirror Match spielt, dann kannst du nicht nur den gegnerischen Stürmer wegmachen, sondern auch deine eigene Kopie ausspielen. Das wäre dann sehr, sehr böse. Und deswegen bin ich noch so ein bisschen am Zweifeln, ob der wirklich so zählt, dass man auch den gegnerischen Stürmer auswählen kann. So, dann haben wir eine Shara, eine Bogenschützin mit X-Burst. Sieht schon mal ganz nett aus. Kostet 1, hat 3000 Stärke, ist ein Stürmer. Mit dem X-Burst, wenn Shara das Spielfeld betritt, wähle einen Stürmer aus, füge diesem 3000 Schaden zu. Falls du Ritz kontrollierst, 6000. Monowind. Monowind mit seinem Ping-Damage. Für einen Kosten 3000 Schaden. Das ist böse. Das ist sehr böse. Die ist gut. 6000 Schaden mit Ritz sogar. Mann. Dann haben wir Shadow. Als Hero. Shadow, ein Hero mit 7000 Stärke, kostet 4. Hat aber Erstschlag. Damit ist die 1000 Punkte weniger schon sehr relevant. Oder gerechtfertigt. Aber zudem noch mit einem sehr, sehr guten Effekt. Für 2 Feuer kann man eine Karte aus seiner Hand aus dem Spiel entfernen. Und einen gegnerischen Stürmer 1000 Schaden in Höhe der CP, die diese Karte benötigt hätte, Schaden zufügen. Das heißt, okay, ich bezahle 2 Feuer, lege den Zauberpot weg, darf die 1000 Schaden zufügen, weil er kostet ja 1. Ich bezahle 2 Feuer, lege einen Bahamut oder eine Minerva weg. Minerva hat ja 10, nee, kostet 7 nur. Ich glaube, einen 10er kostet haben wir auch nicht. Bahamut weg. Kostet 9. Das heißt, ich kann den 9000 Schaden schießen. Und da er Erstschlag hat, kann er so mit jedem Stürmer traden, solange er halt den Schaden machen kann. Das ist ziemlich gut. Shadow ist ein Stürmer, der sehr, sehr gehypt wird. Deswegen, ja, und man kann den Effekt ja auch sofort nutzen. Also er kann entweder Stürmer sofort killen, wenn man die CP-Kosten hat in den Karten, die man hat. Oder aber man tradet halt durch Erstschlag mit denen. Oder mit den vielen anderen Effekten, die man so hat. So. Shiva kennen wir. Asha kennen wir. Den Waldläufer kennen wir inzwischen. Der grüne Drache. Ein weiteres Wassermonster. Kostet 2. Mit dem Effekt, dass man einen zahlen kann. Und der grüne Drache wird bis zum Ende des Spielzuges einem Stürmer zu 7000. Und das war's. Aber okay, er ist einfach nur ein 7000er Stürmer, den man für eins halt dann noch zusätzlich ruft, also auch mit rein. Also kommt voll gut. Und es ist ein weiteres Monster. Wie gesagt, mal schauen, was Monster sonst noch so für Vorteile haben. Der Elementarist mit Courage, den kennen wir. Den Mathematiker kennen wir auch.
Den Moke kennen wir. Und Tomberries als Foil. Sehr schön. Oh, dann haben wir Marsh. Marsh, eine Karte, die relevant bei dem Feuer-Wind-Deck war. Denn Marsh kostet 3, hat 7000. Ziemlich gut. Und man kann ihren Effekt nutzen. Also, man muss mit Marsh angreifen. Wenn Marsh geblockt wird, kann man ihren Effekt nutzen. Welcher besagt, ein aktiver Stürmer wird dull. Wähle einen Stürmer aus, der Marsh blockt, füge diesem Schaden in Höhe der Stärke des dull gewordenen Stürmers zu. Was der Gegner, was er gerne gespielt hatte, war, okay, ich hatte noch einen Schokobo auf dem Feld, zusammen mit dem Schokomoppel, dem 5er Legend-Unterstützer, welcher sagt, okay, du kannst einen Dullen, um ihm 2000 Schaden, Stärke zu geben. Marsh greift an, sobald sie geblockt wird, okay, ich dull meinen Schokobo, gebe ihm 2000 Stärke, schieß 8000 Schaden auf deinen Stürmer. Und ja, so hat er mit Marsh ziemlich guten Schaden machen können. Und man kann sie auch mit dem einen Unterstützer suchen. Ich glaube, Mont Blanc war das, oder wie hieß er? Na, hier war er nicht drin. Da ist er. Er hier, er sucht ja eine Marsh. Und du kannst einem gegnerischen Stürmer noch 2000 Schaden zufügen, wenn du Marsh kontrollierst. Und damit kommst du halt sehr, sehr easy auf mehr als genug Schaden, um den Gegner halt zu brechen. Dann haben wir eine weitere Wasserbeschwörung. Leviathan kostet 3, ist ein X-Burst, also genauso wie der Opus 1 Leviathan. Der Unterschied an ihm ist allerdings, der Opus 1 Leviathan sagt ja, okay, du darfst einen Stürmer auf die Hand schicken. Das heißt, du kannst einen Gegner schon auf die Hand schicken oder einen von dir. Dieser hier sagt allerdings, du darfst einen Stürmer auswählen, den du kontrollierst und einen Stürmer, den der Gegner kontrolliert. Und beide auf die Hand schicken. Hat man selber keinen Stürmer, kann man nur einen Gegner schon auf die Hand schicken, wie Farmfried. Wobei, ich glaube, das geht gar nicht. Du musst sogar beide zurückschicken. Das Gute aber daran ist, wenn du Leviathan, den Opus 1 sonst spielen musstest, zum Beispiel in meinem Standardkämpferdeck, dass ich ihn ausspielen musste, um meinen Krieger das Licht zurück auf die Hand schicken, habe ich halt Leviathan dafür ausgespielt. Ihn könnte ich halt aber ausspielen, meinen Krieger das Licht schützen und gleichzeitig dem Gegner auch noch eine Karte auf die Hand schicken. Müssen wir mal schauen, wie relevant der wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass er bei manchen Sachen relevant ist, wie zum Beispiel einer Cagnazzo-Kombo. Weil Cagnazzo, der aus Opus 3 kommt ja aus Feld. Für jeden Wassercharakter, den du kontrollierst, für jeden zweiten Wassercharakter, den du kontrollierst, bekommen die gegnerischen Stürmer 1000 Stärke weniger. Also verlieren sie 1000 Stärke. Das heißt, du kannst mit Leviathan dann Cagnazzo zurück auf die Hand nehmen, einen zu starken Stürmer, der dann vielleicht noch überleben würde, zurück auf die Hand schicken, Cagnazzo neu ausspielen und das gesamte andere Feld wipen vom Gegner. Aber gut, wie gesagt, mal schauen. So, dann haben wir Ramsa, auch ihn kenne ich aus dem Pre-Release-Set, kostet 2, hat 5000, Final Fantasy Tactics. Wenn ein Stürmer, den du kontrollierst, vom Spielfeld auf die Breakzone gelegt wird, aktiviere Ramsa. Ja, okay. Wähle einen Stürmer aus, wenn du ihn dullst, dieser hält Hass bis zum Ende des Zuges und man kann ihn dullen, wähle einen Stürmer aus, der hält plus 1000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Das heißt, man kann halt seinen Effekt nutzen, stärken, traden zum Beispiel, er geht weg, man aktiviert ihn wieder und dann kann man wieder stärken. Okay, ich glaube nicht, dass das so relevant wird. Und dann haben wir noch als Hero-Karte Prish. Kostenpunkt 2. Nerviges Kind als Job. 5000 Stärke, ist okay. Falls du 4 oder mehr Erdunterstützer kontrollierst, hält Prish plus 2000 Stärke und Courage. Okay, 2 Drops 7000 mit Courage. Mono Erde ist damit kein Problem. Wenn Prish vom Spielfeld auf Blicksaugen gelegt wird, kannst du einen Erde zahlen, wenn du dies tust, bringen einen Kartenname Prish von deiner Hand in Dull auf das Spielfeld. Und es gibt 2 Legend Prishes, mit denen du das easy machen kannst. Also, die könnte sehr relevant werden. Außerdem kannst du sie auch mit dem Zauberpot kombinieren, um eben so die großen Prishes aus dem Deck zurückzuholen. Okay. So, das war jetzt ein Drittel. Aber wir haben sehr, sehr viele verschiedene Karten schon gesehen. Das heißt, ab jetzt geht es wahrscheinlich ein bisschen schneller. Aber das war ein Drittel des ersten Displays. Und bisher haben wir doch mit tatsächlich schon 5 Legends eine ziemlich gute Ausbeute. Und 2 Hero Foils. Also, ja. Bisher eine gute Ausbeute. Das Problem ist natürlich, ab jetzt könnte es sein, dass dafür in den anderen weniger kommt. Aber das werden wir ja gleich sehen. So, nehmen wir jetzt die mittleren.
und schauen mal, was da jetzt drin ist. Aber jetzt geht es ja wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, weil wir immer mal wieder Sachen bekommen, die wir schon hatten. Zum Beispiel die Klione, die kennen wir schon. Donet kennen wir auch schon. Er ist ganz interessant, ihn hatten wir auch noch nicht. Den 2-Drop Schwarzmagier Erde mit dem Effekt, eine Erde bezahlen, ihn selber dulden, ein Stürmen auswählen, er kann in diesem Zug nicht durch Beschwörung oder Fähigkeiten des Gegners dull werden. Tja, prinzipiell so ein riesiger Mittelfinger gegen Ice-Decks. Weil Ice-Decks sagen dann halt so, okay, ich mach dich dull, nee, kann nicht dull werden. Und schon müssen sie anders damit dealen. So, der Schwarzmagier mit 4000 Schaden. Okay, da haben wir noch einen, den hatten wir auch noch nicht. Im ersten Drittel, und zwar Ghoul. Ein weiterer Matchwinner für mich. Denn Ghoul, ein Monster mit Kosten 2 und mit einem ziemlich billigen Effekt dafür, kostet ein Eis, ein beliebiges und ihn selber dullen, ein gegnerischen Stürmer dullen. Ziemlich gut, weil ich hatte dann im letzten Spiel einfach 2 Ghouls auf dem Feld, hätte sogar noch einen dritten ausspielen können. Den einen habe ich ausgespielt erst und du kannst der Monstereffekte sofort nutzen, wenn du sie ausspielst. Das heißt, Angriff, Angriff, Angriff mit Cid Randell und dann kamen plötzlich Ghouls, alles Geduld, Sieg für mich. Zudem noch der Eshtar-Soldat, auch der ein Matchwinner. Ein 2er Blitzunterstützer. Einfach nur mit dem Effekt, er kommt aufs Feld und kann einen gegnerischen Stürmer mit Kosten 4 oder weniger dullen. Mehr braucht man nicht. Man spielt ihn einfach sofort aus, ein dullen Angriff. Voll Aggro drauf. Dann haben wir einen Bomber. Kennen wir auch schon, der Kleine. Und tatsächlich eine neue Foil Legend. Eine allerdings, die ich persönlich nicht so hype, obwohl sie definitiv sehr, sehr gut ist. Raiden. Eine Beschwörung mit Kosten 9. Bahamut. Ja, ganz klarer Vergleich zu Bahamut. Denn auch sein Effekt sagt, wähle 2 Stürme aus, die dein Gegner auswählt. Bahamut. Entferne den ersten Sturm aus dem Spiel, brich den anderen. Bahamut macht 10.000 auf beide und wenn sie das Spielfeld verlassen, sind sie aus dem Spiel entfernt. Also Bahamut entfernt beide aus dem Spiel, wenn er sie killt. Er hier killt sie aber auf jeden Fall. Er bricht den einen und entfernt den anderen. Ja, eine sehr, sehr gefährliche Karte. Da muss man definitiv ein Auge drauf haben. So, dann haben wir Delita, kennen wir. Essel, kennen wir. Marodeur kennen wir. Umaro kennen wir inzwischen auch. Den hatten wir vorhin in Foil. Es ist auch prinzipiell Bahamut im Besser. Und außerdem, Blitz hat ja nicht genug Removal. Deswegen brauchen wir unbedingt jetzt auch noch einen Bahamut. Die einzige Sache ist die, Bahamut hat inzwischen ein paar andere Nutzen. Den haben wir jetzt selber noch nicht gezogen. Aber wir haben ja hier ihn hier. Wir haben ja Kaius. Und Kaius kostet 6, hat 9000. Wenn er aufs Feld kommt, kann man sich einen Bahamut suchen. Das heißt, man könnte sich halt den Legend Bahamut suchen oder den neuen Bahamut jetzt hier. Und wenn er angreift, kann man einen Bahamut von der Hand ablegen, um einem gegnerischen Stürmer 7000 Schaden zuzufügen. Das heißt, Bahamut hat halt ein bisschen mehr Versatile gerade, weil man kann Bahamut suchen. Theoretisch könnte man Fang spielen, welches sagt ja, Bahamut kostet 2 weniger. Was mit dem 9er Bahamut aber immer noch 7 war, deswegen hat es trotzdem keiner gespielt, weil Fang halt an sich relativ kacke war. Mit dem neuen Bahamut allerdings lohnt es sich vielleicht schon mehr Fang zu spielen, weil der neue Bahamut ja 4 kostet. Der würde dann 2 kosten 8000 Schaden werden, was nicht schlecht ist. Im Gegensatz dazu ist halt Raiden vom Effekt her zwar besser, aber er hat halt nicht so viel Versatile, weil wenn er halt auf der Hand ist, kann man ihn entweder wegwerfen oder man nutzt ihn. Wenn man Bahamut inzwischen für Gaius nutzen kann und man kann halt ihn auch suchen. So. Dann haben wir den Mönch, den haben wir auch schon. Das war der, dass ein Geduld davon dir selber nicht gebrochen werden kann. Der Weise mit den 2 Charakteren einfrieren. Den grünen Drachen. Der Baggerdieb. Elementarist, das war der mit dem Aktivieren, ja. Babus, sehr schön. Und dann haben wir eine Kane Senna. In Foil. Ist sogar ein Hero. Falls du Kartenname, kostet 5, ist ein Stürmer. Mit 7000. Falls du Kartenname Ryo Senna kontrollierst, hält Kane Senna 2000 Stärke. Okay, damit kommt es auf 9000. Wenn Kane Senna Spielfeld betritt und du Kane Arun Senna kontrollierst, aktiviere alle Unterstützer, die kontrollierst. Okay, das heißt, man muss halt die ganzen anderen hier spielen. Arun Senna noch, hatte ich die andere auch?
Hier schon irgendwo. Nee. Weiß nicht, ob ich die andere hier noch irgendwo habe oder ob es die woanders noch gibt. Auf jeden Fall musst du halt alle drei letzten Endes haben, damit sie gut ist. Weil dann kannst du sie umsonst spielen, wenn du jetzt zum Beispiel nur Wind spielst. Okay, benutzt 5 Unterstützer, spielst sie, aktivierst wieder alle Unterstützer. Und dann hat sie halt 9000. Das heißt, sie ist ähnlich Barts, nur schlechter. Naja. Muss halt mal schauen, wie die anderen Effekte sind. Weil sein Effekt hier sagt ja einfach nur, dass du eine suchen kannst und der Hand hinzufügen kannst. Das ist halt auch nicht so mega toll. Aber gut. Gladiator, gute Unterstützerkarte. Sid, sehr gute Unterstützerkarte. Wedge, gute Unterstützerkarte. Und da haben wir ihn doch tatsächlich nochmal. Nur mal schauen, dass ihr ihn nicht da aus Versehen mit reingemischt habt. Nein, das ist tatsächlich der Kaius, der in diesem Muster war. Wir hatten ja gerade von dem Bahamut gesprochen. War das gerade dasselbe Booster? Nee, war es nicht. Ich wollte gerade sagen, es wäre sonst eine Doppel-Legend gewesen. Schade. Aber ja, Kaius. Wir haben gerade über ihn geredet. Kostet 6, hat 9000, sucht aber einen Bahamut, holt sich damit so gesehen 2 CP wieder. Und den Bahamut kannst du auch gleich für seinen Effekt nutzen, wenn er dann angreift. Definitiv nicht schlecht. Weil er kann halt angreifen, einen kleinen Stürmer wegballern und dann mal schauen. Oder man hat halt einfach nur die Gefahr im Hinterkopf, dass der Gegner einen 9er Bahamut oder eben auch den 4er Bahamut in der Hand haben kann. Es ist doch schon wieder 2 Legends gezogen. Und eine Foil Hero. So, Rotmagier, den kennen wir. Der Mystiker mit 1000 Stärke weniger kennen wir auch. Ein weiterer Schokobo. Atmos. Der Krieger mit dem doppelten Schaden. Bran. Dragoon. Eine Hero Tama. Tama gab es ja bisher auch einen 2er Unterstützer aus Opus 1. Ich habe keine Ahnung, was die macht, aber sie ist wieder ein Unterstützer mit Kosten 7. Also von den Kosten her sieht es schon mal sehr Shantotum-mäßig aus, sie ist aber nur ein Hero. Wenn Tama das Spielfeld betritt, wähle einen Erdstürmer mit Kosten von 5 oder weniger in deiner Breakzone, bringe diesen auf das Spielfeld. Also umsonst ein Stürmer mit Kosten von 5 oder weniger. Das ist einiges. Weil damit kann man sich auch eine Prische und sowas holen. Und 6 und Sidullen, wow, also nochmal 7. Lege Tama auf die Breakzone, wähle einen Erdstürmer mit Kosten von 5 oder weniger aus der Breakzone aus, bringe diesen Dull aufs Spielfeld. Also prinzipiell kann Tama 2 5er-Stürmer, Erdstürmer wiederholen. Kostet zwar relativ viel, aber wie gesagt, wenn man einen 5er-Stürmer dann wiederholt, hat man prinzipiell einen Unterstützer und einen 5er-Stürmer gespielt und ist damit wieder auf Kosten 2. Das Ausspielen kostet einiges, aber ja, und sobald man dann irgendwann wirklich mehr als genug Ressourcen hat, kann man sie halt auch wegwerfen, um einen neuen zu spielen. Könnte interessant werden. Könnte sehr interessant werden. Arun Senna kennen wir. Lettner hatten wir noch nicht. Viel zu hübsch, um ein Kerl zu sein, aber leider ist es ein Kerl. Ich bin erst davon ausgegangen, dass es eine Frau ist. Aber leider ist es ein Kerl. Stürmer mit 5000. Und wenn Lettner blockt oder geblockt wird, kann Lettner, falls sein Gegner nicht 2 zahlt, da kommen wir wieder auf dieses Zahlen mit dem Final Fantasy Tactics, kann er in diesem Zug nicht gebrochen werden. Wenn Lettner von einer Beschwörung oder Fähigkeit eines Gegners ausgewählt wird, kann Lettner, falls sein Gegner nicht 2 zahlt, in diesem Zug nicht gebrochen werden. Das heißt, wenn er einmal blockt, und der Gegner nicht bezahlt, kannst du die ganze Zeit immer wieder blocken, weil er kann nicht mehr gebrochen werden. Wenn er von einer Beschwörung ausgewählt wird und der Gegner zahlt nicht 2, kann er nicht mehr gebrochen werden. Das heißt, du kannst die ganze Zeit blocken. Und auch angreifen geht damit. Das ist einfach eine sehr, sehr böse Karte. Wenn er ihn loswerden will, muss er einmal extra 2 bezahlen. Und dich hat er nur 2 gekostet. Du kannst nochmal ausspielen oder vielleicht hast du eine andere Möglichkeit, ihn zu schützen. Er wird sehr, sehr gefährlich und böse. Mal schauen. Ich werde so meinen Spaß mit Tactics haben. Dann haben wir Dysark. Den kennen wir auch schon. Und einen Hope X-Burst. 5004. 4 Kosten. 5000 hat aber immer einen X-Burst. Welcher besagt, du kannst dir einen Alexander suchen auf die Hand nur nehmen. Okay, damit kostet der so gesehen nur noch 2. Und man kann ihn dulden, um einen Stürmer zu aktivieren. Damit kann man Baltier oder Ishtola zum Beispiel wieder aktivieren. Um dann nochmal 2000 Schaden zuzufügen. Ja, kann man nehmen. So. Nächste. Das wird nicht so gut. So, Ramu kennen wir. Jesse kennen wir. Schwarzmagier kennen wir. Mime kennen wir. Dunkelritter kennen wir, da sehen wir schon, dass wir einen vollen Ifrit bekommen. Sieht hübsch aus. Definitiv.
Oder haben wir eine neue Karte? Einen Morbol. Außerdem habe ich in meinem Pre-Release-Set. Auch der wird sehr, sehr interessant für mein Monster-Deck. Denn er wird bis zum Ende des Spielzuges zu einem Monster für ein Wasser um mit einer Stärke von 6000. Wenn Morbol blockt oder geblockt wird, verlieren alle Stürme, die den Gegner kontrolliert, 2000 Stärke. Das heißt, er ist für 3 und kann mit 8000 dann traden und man kann, wie gesagt, noch so, so vieles nutzen, um Stärke zu senken von den Gegnern. Sehr, sehr gute Karte. Dann haben wir eine weitere sehr, sehr gute Karte, die wir noch nicht hier hatten, nämlich Remedy. Kostet 3, kann Cid Randell stärken und sie selber wird auch stärker durch Cid Randell. Sie wird zu einem 3-8000er Drop und sie hat den passiven Effekt, wenn ein Gegner einen Charakter auf das Spielfeld bringt, der nicht von der Hand kommt, wird dieser gebrochen, falls der Gegner nicht 2 zahlt. Das heißt, wir hatten das vorhin mit Prisch, wir hatten das mit dem Zauberpot. Der Gegner muss dann nochmal 2 extra zahlen. Oder wenn er zum Beispiel einen Schaman aufs Eis benutzt, um was wieder zu holen, er muss nochmal extra 2 zahlen, ansonsten stirbt das einfach. Dann haben wir noch einen schwarzen Tenor, den kennen wir auch. Und wir haben Rauban. Die wahrscheinlich momentan schwächste Hero aus dem Set. 4-8000 hört sich gut an. Das Problem ist, wenn Rauban das Spielfeld betritt, wähle einen Sturm aus, den der Gegner kontrolliert. Füge diesem und Rauban 9000 Schaden zu. Man spielt ihn aus, schießt einen gegnerischen Stürmer für 9000. Wenn man nicht Rauban irgendwie auf 10.000 gebufft hat, stirbt Rauban selber auch. Und das lohnt sich dann halt nicht. Wenn man allerdings Rauban gebufft hat, durch Anna Crow und vielleicht, keine Ahnung, irgendwie noch einen Mönch oder irgendwas, oder ihn einfach mit Titan schützt oder irgendwie sowas, stirbt Rauban selber. Wenn man das allerdings schafft, ihn so zu buffen oder zu schützen, dann lohnt es sich. Ansonsten ist er echt ziemlich, ziemlich kacke. So. Dann haben wir den Weißmagier, den kennen wir auch schon. Den Weisen kennen wir noch nicht, glaube ich. Zweier Feuerunterstützer. Und zwar einer der, den ich meine, dass der ziemlich gut wird, um Minwu zum Spielen. Denn er hat den Effekt, ihn selber dullen und auf die Breakzone legen. Ein Stürmer wählen, den du kontrollierst. Falls einem Stürmer in diesem Zug Schaden zufügt, erhöht sich dieser Schaden stattdessen um 2000. Das heißt, man kann 6000er mit 8000er traden lassen oder anderes und man kommt eben auch um Minwu rum. Weil der Schaden sich halt direkt erstmal erhöht und man nicht extra den Schaden macht. So, dann Schütze kennen wir, Schwarzmagier kennen wir, Adamantheimer kennen wir, Esther-Soldat kennen wir, den Ghoul kennen wir inzwischen. Die Kleone in Foil, die freut mich sogar, weil die ist wie gesagt sehr gut. Hekaton Chi, eine neue Beschwörung. Erde kostet 2. Wähle einen Stürmer aus, den dein Gegner kontrolliert, und einen Stürmer aus, den du kontrollierst, und einen Stürmer, den dein Gegner kontrolliert. Jeder Stürmer fügt dem anderen Schaden in Höhe seiner eigenen Stärke zu. Prinzipiell, ey, guck mal hier, ich habe meinen 10.000er Stürmer. Guck mal, du hast einen 8.000er Stürmer. Deiner stirbt, meiner nicht. So in etwa. Wenn der Gegner dann allerdings mit Weiser oder sowas kontert, naja, gut. So, Ryosenna. Die Kartennamen Arun-Senna und Kartennamen Kani-Senna, die du kontrollierst, können nicht von Fähigkeiten deines Gegners ausgewählt werden. Das heißt, wenn man alle drei dann auf dem Feld hat. Okay, ich durfte mir eine suchen. Okay, die dürfen jetzt nicht mehr ausgewählt werden. Und die andere hat halt 9000, hat alle wieder aktiviert. Aber ab da an hast du halt nichts mehr von ihnen. Außer, dass sie halt nicht durch Fähigkeiten oder sowas ausgewählt werden kann. Na gut. Garland. Auch wieder eine Karte, die leider wahrscheinlich nicht so viel sehen wird. Wieder ein Ritter, der dritte Garland inzwischen. Wenn er das Spielfeld betritt, kannst du einen Feuerunterstützer von Kosten 3 oder weniger von deiner Hand dull ins Spielfeld bringen. Ist okay, ist ein bisschen besser als der Auron. Der Auron hat ja auch 6 gekostet und hat 9000 und der hat halt, wenn man Schaden macht, einen spielen können. Theoretisch kannst du halt alle drei Karten aus der Hand abwerfen, ihn spielen und dann noch deinen Unterstützer bringen. Dann hast du 9000 da unten Unterstützer. Aber es kostet halt deine ganze Hand. Ist halt fraglich, ob es sich lohnt. Man kann es mal probieren. Und dann haben wir Sarah. Meine zweite ist sehr schön. Davon hätte ich gerne auch noch eine dritte. Erstmal schönes Artwork. Kostet 2, hat 5000 und einen sehr, sehr guten Effekt. Denn wenn Sarah das Spielfeld betritt, kann man einen Stürmer auswählen, den der Gegner kontrolliert. Und solange man einen Kategorie 13 Stürmer außer Sarah kontrolliert, wird dieser dull und eingefroren. Außerdem, wenn sie angreift, kann man 2 Eis bezahlen
Und wenn man dies tut, wirft dein Gegner eine Karte von seiner Hand ab. Ziemlich coole Karte. Könnte sehr, sehr relevant werden. Da es sehr, sehr viele gute 13er-Karten inzwischen gibt. Also das 13er-Eis-Blitzdeck sieht bestimmt auch wieder einiges an Spiel. So, den Weisen kennen wir, Chessie kennen wir, den Schwarzmagier kennen wir, den Drachen kennen wir, Babus kennen wir ebenfalls, Dragoon, Bang Da Dieb, der Mystiker als Foil, okay, das war der mit 1000 Stärke, okay. Nono nochmal, sehr schön, den hätte ich gerne noch ein paar Mal. Bomba, Beatrice, die zweite, davon hätte ich gerne auch noch eine dritte. Und dann als Hero Alexander, Experts kosten 5. Ein Stürmer mit einer Stärke von 9000 oder mehr wählen und ihn brechen. Wieder recht konditionell, kostet vor allem 5. Der Experts kann sehr oft ins Leere gehen. Mal schauen, ob er relevant wird. Vielleicht. So, Mystiker, einen weiteren Pudding. Oh, ich habe gerade die Wasserkarten falsch gelegt. Ascher, Schwarzmagier, Ahriman, den Gelehrten, der Wikinger, einen Foil-Ascher, okay, der ist ganz cool, Numanyu Doe, Zauberpot, Shara und Edgar als Hero, ich glaube, den hatten wir hier auch noch nicht. Ich hatte ihn in meinem Pre-Order-Set, Pre-Release-Set, aber hier hatte ich ihn noch nicht. König, 5, Exburst, wenn Edgar Spielfeld betritt, kannst du einen Karten namens 7 suchen und deine Hand hinzufügen. Das heißt, ähnlich wieder wie Steiner, nur er sucht nur eine Karte, Steiner sucht ein bisschen mehr. Aber er hat dafür noch den Effekt, man kann ihn dulden, einem gegnerischen Schirmer 2000 Schaden zufügen. Oder für seinen S-Effekt bezahlt man 3, duld ihn selber, wirft einen Edgar weg und wählt einen Stürmer aus und ihn brechen. Also ähnlich wie Cloud dann, nur dass er keine Courage hat. Trotzdem, keine so schlechte Karte, zumal 7 eine sehr, sehr starke Karte ist, die ich noch nicht habe. Also mal schauen. So, Rotmagier, Weißmagier, Waldläufer, Ritter, Schokobo, GD, Landsknecht, Goblin und einen Setzer, den wir auch schon kennen, in Foil. Marsch, Leviathan, Lich und eine Legend, Schokomoppel. Von ihm habe ich schon gesprochen. Er ist ziemlich cool. Wenn Schokomoppel das Spielfeld betritt, kannst du einen Job Schokobo oder Kartenname Schokobo mit Kosten von 3 oder weniger suchen und auf das Spielfeld bringen. Das heißt, man spielt ihn aus und holt sich ihn hier und schon hat man für einen Zweier Unterstützer und einen Stürmer, so gesehen. Zudem hat er halt noch den Zusatzeffekt, dass man ihn selber dulden kann, einen Job Schokobo oder Karname Schokobo auswählen und ihm 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges geben. Also definitiv eine sehr, sehr gute Karte für Schokobo-Decks. Und ich freue mich, dass ich schon mal einen weiteren davon gezogen habe. Jetzt fehlt mir noch einer. So. Nächstes Booster, der Evokateur. Ein weiterer Pudding. Kuyoyoko oder Koyo. Einen Hexer, einen Baden. Mogri, Dieb. Ein Voll Bahamut. Der ist cool. Über den freue ich mich auch. Einen weiteren Barrett, auch sehr gut, davon habe ich bisher nur 2. Waldläufer, Mont Blanc. Und ein weiterer Vincent, der aber kein Avalanche ist, weil er da noch nicht dazugehört hat. Trotzdem, immerhin, einen zweiten davon. So, Hexer, Weiser, Krieger, Schütze, Zack, Elementarist, noch ein Mathematiker, davon habe ich mehr als genug inzwischen. Zauberpot in Foil, okay. Tom Betty, über die freue ich mich, weil die habe ich bisher nur einmal. Der Schurke war ja auch nicht schlecht. Pikenier und Gau. So, für jedes Monster, das du kontrollierst, erhält Gau 1000 Stärke. Wenn Gau das Spielfeld betritt, wähle ein Monster von 2 oder weniger in deiner Breakzone aus, springe es auf das Spielfeld. Das heißt, er macht sich selber schon auf 7000. Und S-Effekt für ein Wasser und den Dullen, wähle einen Sturm aus, brich diesen. Du kannst diese Fähigkeit nur einsetzen, wenn du 3 oder mehr Monster kontrollierst. Also wieder eine sehr interessante Karte für meine Monster-Decks. Na da, über den bin ich froh. Den könnte ich gerne auch noch 2-3 Mal ziehen. Ne, 2-mal. 2-mal reicht. So, Karatekämpfer, Alexander, Bade, Schwarzmagier, Linja, Kaktor, Ifrit und eine Feuer-Merylip. Faustkämpfer, Butzebot,
Grenzer. Und da haben wir eine weitere Hero mit Kefka. Mit einem interessanten Effekt. Kostet 5, ist ein X-Burst. Und zwar, wenn Kefka das Spielfeld betritt, suche ein Monster und füge es deiner Hand hinzu. Das heißt, man kann ihn spielen mit beliebigem Element. Sich Monster suchen, das heißt, er hat nur 3 gekostet, in Anführungsstrichen. Man kann ihn dullen. Und jedes Monster, das man kontrolliert, wird zu einem Stürmer mit 7000 Schaden, Stärke. Das heißt, man kann halt auch, man kann halt auch Stürmer, beziehungsweise Monster zu Stürmern machen, die eben sonst keine sind, wie Adamantai Mai oder wie, Cleone. Also er ist definitiv gut, ihn hätte ich vielleicht auch gern noch einmal. So, zweites Drittel fertig. Wir haben gezogen 3 Legends diesmal. Eine Foil, 2 Unfoil. Und ich glaube, ja, 3 Heroes. 3 Foil Heroes, also eine Foil Hero mehr. Aber dafür ein paar Legends weniger. So, das heißt, das Ding kann weg. Das letzte Drittel, und jetzt geht es ja wie gesagt auch wirklich ein bisschen schneller, immerhin. So, ein weiterer Rotmagier, eine weitere Cleone, ein weiterer Krieger, Mime, Kaktor, Adamantai Mai, Esther Soldat, Krieger in Foil, Sid Randall, sehr schön, Delita, Essel, und Mogri. Ein Hero Mogri, den hatten wir noch gar nicht. Auch er ist nicht schlecht. Kostet 4, hat 6000. Aber er kommt aufs Spielfeld, du darfst eine Karte ziehen. Er geht vom Spielfeld, du darfst eine Karte ziehen. Ähnlich also wie der Wikinger, nur der Wikinger hat 3 gekostet und hat dann nur 2000. Er kostet 4, also nur 1 mehr und hat 6000 immerhin. Also besser als der Wikinger auf jeden Fall. Und Wind Chocobo Mokri, das ist was Interessantes, was man spielen könnte. Zumal Mokris sich halt gegenseitig auch ein bisschen schützen können. Oder Effekte machen können damit. So, Ascha, Karatekämpfer, Schütze, Krieger, Waldläufer, Ghoul, Goblin, Donut, das mit dem Monster, ja okay, ein Marodeur, Gladiator, schwarzer Tenor und Azul. Oh yes, den wollte ich haben. Was mich ein bisschen wundert ist, dass er nicht, wobei ich weiß nicht mehr, aber ich dachte irgendwie er war Wasser, aber anscheinend war er kein Wasser. Aber gut, das heißt er ist ein Pferd, das heißt den kann man suchen. Und zwar 5er Kosten, 8000, okay. Wenn Azul vom Spielfeld auf Breakzone gelegt wird, will ein Blitzmonster mit Kosten von 3 oder weniger in der Breakzone aus und das auf das Spielfeld bringen. Okay, man kann also ein Monster wiederholen. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, nächstes Booster. Ein Weiser, Evokateur, Ritter, Hexer, Gelehrter, Chocobo, GD Landsknecht, Sid Randall, sehr schön, Sid, Wedge, Ramsa und Cyan. Ich glaube, ihn hatten wir auch noch nicht. Und der ist auch eine sehr, sehr gute Karte für das 6er-Paket. Kostet 3, hat 7000, ist damit sehr, sehr gut on Curve, hat aber außerdem Courage, ist also etwas über Curve. Und jeder Kategorie 6 Stürmer, außer Cyan, die du kontrollierst, erhalten Courage. Also macht's noch besser. Und man kann seinen S-Effekt nutzen, ihn dullen, einen Stürmer auswählen, falls Cyan zu Beginn der nächsten Main Phase 1 auf dem Spielfeld ist, bricht diesen. Das heißt, man kann es am Ende des gegnerischen Zuges machen oder halt in seiner Main Phase 2 und sagen, okay, der stirbt in meinem nächsten Main Phase. Das heißt, zack, zack, tot. Ist ein bisschen lange, aber es kostet halt auch nicht viel. Deswegen, er ist nicht schlecht. Und er sagt halt einfach, okay, er geht halt. Tschüss. Und er müsste dann zum Beispiel Titan erst nutzen, dann in meinem Zug und dann ist halt wenigstens Dull. Ramu, Alexander, Koyo Koyo, oh, ich sehe da schon einen voll Kefka, glaube ich. Chocobo, Bade, ja, ist ein Kefka. Wikinger, Zack und der Foil Kefka. Sehr schön, habe ich 2 davon. Arun Senna, Lettner, Mobol und ein Chocorobo. Auch der ist ganz cool. Ich glaube, den hat man noch nicht uns angeschaut. Kostet 4. Hat 7000 und ist ein World of Final Fantasy Charakter. Chocobo kann nicht von Beschwörungen ausgewählt werden. Schon mal ziemlich gut. Wenn Chocorobo angreift, wähle ein Stürmer in Duell mit Kosten 4 oder weniger aus, den der Gegner kontrolliert, bricht diesen. Wenn Chocorobo geblockt wird, bricht ihn. Also man muss aufpassen, dass Chocorobo nicht geblockt wird, weil er sonst sofort stirbt.
Wenn man es allerdings schafft, den Gegner immer wieder zu dullen und mit Chocorobo anzugreifen oder mit Zemus oder irgendwie sowas, kann man immer wieder geduldete gegnerische Stürmer einfach killen. Und ja, tote Stürmer sind schlechte Stürmer. Goblin, wo bist du da? Mönch, Atmos, Samurai, Bade, Dieb, Elementarist und noch ein Edgar, der Seven suchen kann, den wir noch nicht haben. Remedy, Hekatonchi, Ryosenna und Hildebrand. So, hier haben wir zum Beispiel noch gar keine Legend rausgezogen. Aus dem Drittel, glaube ich. Ja. Shiva, Kleone, Krieger, Grüner Drache, Mathematiker, Mogri, Ninja und ein Schwarzmagier in Feuer. Okay. Garland, Meribib, Naju und da haben wir eine Legend Terra, die viele gehypt haben, ich persönlich aber nicht so stark fand. Eine Lichtkarte kostet 4, hat 7000, bisher waren alle Terra Eis. Wenn Terra das Spielfeld betritt, kannst du eine Beschwörung von Kostenform 5 oder weniger suchen auf der Hand hinzufügen. Das heißt, prinzipiell kostet sie 2 für 7000, das ist schon wieder okay. Und die S-Effekt sagt, man muss 2 bezahlen, sie selber dulden, eine Terra wegwerfen. Wähle einen Stürmer aus, füge diesem 6000 Schaden zu, suche eine Beschwörung, füge sie deiner Hand hinzu. Also prinzipiell, okay, ich kill vielleicht einen deiner Stürmer, mit was anderem vielleicht zusätzlich noch, ansonsten halt einen schwachen Stürmer und krieg noch eine Beschwörung auf die Hand. Nicht schlecht. Meiner Meinung nach ein bisschen langsam. Mal schauen, ob den irgendeiner, ob für sie irgendeiner sehr guten Nutzen findet. So, Hexer. Donut, Ahriman, Schwarzmagier, Elementarist, Bomber, Ran, Vollbomber, Mute, oh halt, hier haben wir wieder Wasser draufgelegt, Bix, König von Bomissia und ein weiterer Strago. Das war, ne, den hatten wir glaube ich noch. So, weiter geht's. Die Hero Strago aus dem Booster. Kosten 3, X-Burst. Mit dem Effekt, wenn Strago Spielfeld betritt, wähle ein Stürmer oder Monster aus, das dein Gegner kontrolliert. Falls Kategorie 6 Stürmer außer Strago kontrollierst, bringen diesen auf die Hand des Besitzers zurück. Ganz okay. S-Effekt für 2 Wasser und den Dullen. Teile 12.000 Schaden gleichmäßig auf allen, unter allen Stürmern auf, die dein Gegner kontrolliert. Das heißt, wenn er 3 hat, kann man halt auf jeden 4.000 machen. Wenn er 4 hat, macht man auf jeden 3.000. Falls aber nur 2 hat, macht man halt auf beide 6.000 und so weiter und so fort. Wenn nur einen hat, 12.000. Okay. Nicht schlecht, nicht besonders gut. Müssen wir mal schauen. So. Shiva, Asher, Ahriman, Krieger, Ninja, Kaktor, Ifrit, eine Ritz. Sehr schön. Die hatten wir auch schon mal gesehen. Shara, Marsch, Begrenzer und eine Tama. Doppel-Hero. Wenn eine Voll-Hero drin ist, hat man mindestens eine andere Hero hinten dran. So. Mönch. Oh, ich schon wieder Feuer dahingelegt. Mönch, Goblin, Hexer, Ritter, Dunkelritter, Adam und Taimai, Ghoul, einen Barden, Leviathan, halt, du bist Wasser, Lich, Barret, der dritte und eine Howin. Sehr schön, die zweite Howin. Davon hätte ich gerne auch noch eine. Wenn ich ein World of Final Fantasy Deck mache. Dann haben wir Donut, Weiser, Waldläufer, Grüner Drache, Echter Soldat, Bomber, Baggerdieb und ein Foil Vincent. Nett. Wie gesagt, leider ist der Vincent in meinen Augen nicht so ganz toll, aber in Foil nehme ich nur trotzdem gerne. Waldläufer, Mont Blanc, Dice Dark und eine Hero Rellen. Okay. Auch aus Final Fantasy 6. X-Burst. Wenn Realm das Spielfeld betritt, decke die 5 obersten Karten deines Deckes aus. Füge ein Monster aus diesen Karten deiner Hand hinzu und lege die anderen Karten in beliebiger Reihenfolge unter dein Deck. Das heißt, man bezahlt 2 und kriegt ein Monster umsonst. Wähle ein Monster aus, bis zum Ende des Zuges wird es zu einem Stürmer mit Stärke von 7000. Die ist ziemlich gut. Die hätte ich gerne noch ein paar Mal. Die ist perfekt für meine Monsterdecks. Oder für mein Monsterdeck. Ramu, Jesse, schon wieder Feuer dahingelegt.
Schokobo, Schwarzmagier, Elementarist, Babus, Bran und Nono in Foil. Wir haben ja schon festgestellt, wie gut Nono ist. Also, ja. Tom Betty, Schurke, Faustkämpfer, Sid aus Gestahl. Okay, die müssen wir uns auch erstmal angucken. Das sieht schon mal interessant aus. Ist ein Dreier-Unterstützer. Wenn er auf das Spielfeld kommt, kannst du eine Kategorie 6 Stürmer suchen, deine Hand hinzufügen. Und er ist auch noch Eis. Also genau das Richtige im Endeffekt. So. Zwei Foil Legends. Nicht mehr leider bisher. Und das ist das letzte Booster. Mystiker, Weißmagier, Atmos, Samurai, Dragoon, Dunkelritter, Ifrit, Jesse, den nehme ich gerne in Foil, Butzebot, Bahamut, Tom Berries. Und da haben wir noch eine Mira. Leider nicht in Foil, aber trotzdem nehme ich die liebend gerne. Denn auch in Nicht-Foil sieht sie sehr, sehr gut aus. Und lege sie mit dahin. So. Damit haben wir ein Display jetzt endlich hinter uns. Das andere Display könnte noch eine Weile dauern. Sagen wir es so. So. Aber jetzt geht es ja am Ende um einige schneller, dadurch, dass wir die meisten Karten überspringen können. Schauen wir uns doch aber nochmal an, was wir so bekommen haben. Wir haben bekommen 7 Foil Heroes. Davon einen, den ich sehr gerne haben wollte, nämlich Kefka. Die anderen sind eher so, okay, nehme ich auch. Zumal Setzer ist auch ganz okay. Müssen wir mal schauen. Vincent ist halt einfach Vincent und ich mag Final Fantasy 7, deswegen halt. Es sind sogar 9 Foil Heroes, denn Orlando und Umaru habe ich noch vergessen. Also sogar alles verschiedene Foil Heroes bisher, was ganz nett ist. Dann haben wir sehr, sehr viele andere Heroes bekommen. Realm, Hawin, Tama, Strago, Cyan, Azul, Mogri, Kefka, Edgar, Alexander, Sarah, Rauban, Hope, Umaru, Shadow, Dadama, General Leo, den Cloud, Setzer, Ritz, Dark Angel und Behemoth. Haben wir da auch keinen doppelt? Wir haben tatsächlich keinen einzigen doppelten Hero. Mit Foils, ja. Da haben wir nämlich Umago, Kefka, Tama, Edgar, Ritz, Vincent, oder? Ne, Vincent habe ich keinen gezogen anscheinend. Und ein Setzer. Ich keinen Vincent gezogen? Ich war mir sicher, dass wir Vincent gezogen haben. Naja, egal. Bei einigen ist es schade, bei einigen ist es okay. Von ihr hätte ich gerne auf jeden Fall noch einen. Von ihr hätte ich gerne noch einen, von ihm hätte ich gerne noch einen. Von dem hätte ich sogar gerne noch 2. Die anderen gehen so. Von ihm hätte ich vielleicht auch noch gerne was. Aber ja, also die 4 hätte ich gerne noch mehrmals öfter und ihn vielleicht nur mindestens noch einmal. Ah ja, hier hau ihn auch. Genau. Also die hier hätte ich gerne auf jeden Fall mehr. Und von ihm hätte ich gerne noch 1 oder 2 vielleicht sogar. Mal schauen. So, dann die Legends. Eine Mira, eine Terra, ein Schokomoppel, ein Kaius, eine Lightning, ein Lock, eine Shantotto und 3 Foil Legends mit Kefka, Zyberritter und Raiden. Das heißt, ich habe die 7 Legends bekommen und 3 zusätzliche 10 Legends. Nicht mega tolle Ausbeute, aber okay Ausbeute, sagen wir es mal so. Wie gesagt, wenn ich gerne noch hätte, Locks, Lightnings, Mira vielleicht nochmal in Foil und Schokomoppel hätte ich gerne auch noch einen. Aber ansonsten bin ich bisher ganz zufrieden mit dem ersten Display. Ups. So. Und ein paar interessante Foils hatte ich ja auch noch bekommen mit Nono, Sid Randell, Merryweb, Bahamut, Cleone Ifrit, Tom Berries. Die ich halt glaube, etwas wert sein könnten, weil die vielleicht etwas relevanter sein könnten für einige. Weil es gibt ja immer sehr viele Leute, die ihre Decks ausfeulen wollen und da sind die Karten dann schon etwas gut. So. Das heißt, das war das erste Display. Wir setzen uns gleich an das zweite. Ich mache kurz hier eine Pause. So, und da sind wir beim zweiten Set und diesmal fangen wir von rechts an.
Und zwar mit denen hier. Und hoffen mal, dass wir ein paar schöne Sachen extra ziehen. So, Rotmagier, Mystiker, die ganzen Commons werden wir sehr häufig ziehen. Noch weiter Schwarzmagier, okay. Garland, Merib, Mute und ein Schokorobo als Hero. Aber das ist ja ganz normal, dass wir jetzt natürlich die ganzen Commons und Rares öfters ziehen werden. Das heißt aber, wir können das jetzt auch ein bisschen beschleunigen. Pudding, Krieger, Schwarzmagier, Eschter-Soldat. Und ich sehe schon das erste sehr, sehr gute. Da haben wir doch was. Eine Foil Lightning. Sehr schön. Ich wollte ja eh noch mindestens eine davon. Ich hätte gerne noch eine weitere. Aber das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Yes. Yes. So, Zauberpott, Shaga, König von Bohemia und Doppel-Legend. Ein Lock. Doppel-Legend in dem ersten Booster des zweiten Displays. Lock und Lightning. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Wo sind die Hörner hier? 360 No-Scope und alles hier. Tut. Oh yes. Sehr gut. Das fängt stark an. Aber das andere Display hat auch stark angefangen. Nicht ganz so stark, aber hey. Wow. So, Hexer. Stärker kann man auch gar nicht anfangen. Karatekämpfer, Mein Schütze, Gelehrte. Uch. Schokobo, geht den Landsknecht und eine Foil Zera. Auch das ist ziemlich geil. Eine Foil Hero Karte. Im zweiten Booster. Foil Heroes sind halt, wie gesagt, auch einiges wert. Sehr schön. Marsch, Leviathan, Lich und Strago. Den wir auch schon gesagt haben, der nicht schlecht sein könnte. Und den hatten wir bisher auch noch einmal. Also, auch das ist ein Booster, was sich schon mal gelohnt hat. So, Alexander, Klione, Schwarzmagier, Drache, Bade, Viking, Zack und ein Foil-Schützen. Okay, ganz hübsch. Barrett, damit haben wir auch einen dritten Barrett, Weitläufer, Mont Blanc und ein Alexander, den ich nicht so gut finde. Okay. So, mit dem dritten und vierten Booster beruhigt sich das Ganze ein bisschen. Shiva, Asha, man kann aber natürlich in einem Display nicht nur sowas ziehen. Bade, Goyo Goyo, Deep, Elementarist, eine Foil Shiva, sehr schön. Sieht nicht ganz so schön aus wie die Opus 3 Foil Shiva, aber die hatte ich auch noch nicht. Eine Tom Betty, ein Schurken, ein Faustkämpfer und noch ein Edgar. Das ist mein dritter Edgar. Ich habe aber leider noch keinen Seven. Mir fehlen allgemein noch so ein paar Karten, glaube ich. Ich bin gerade überlegen. Schauen wir uns mal kurz die Legends an, die ich habe. Also ich habe eine Lightning Legend, ich habe die Raiden Legend. Das heißt, Blitz habe ich alle Legends. Eine Ice Legend fehlt mir noch, weil da habe ich bisher nur Lock. Wasser Legend habe ich Mira. Ansonsten hatte ich da auch noch keine. Ice Legend habe ich beide mit Sera und Lock. Blitz habe ich beide. Feuer habe ich Kaios, da fehlt mir halt das Dingens. Erde habe ich beide Legends und Wind habe ich beide Legends. Licht ist nur eine Legend dabei. Ja, es passt aber auch, glaube ich. Dunkelheits-Legend. Hatte ich schon eine Dunkelheits-Legend? Ne, eine Dunkel-Legend hatte ich noch nicht. Mal schauen, ob ich den noch ziehe. So, Goblin, Don't, Ariman, Krieger, Mathematiker, Mokri, Ninja, den Gelehrten, Butzebot, Bahamut noch ein, sehr schön, Pikenier und einen weiteren Vincent. Ramu, Jesse, Samurai, grüner Drache, Bran, Dragoon, Dunkelritter und Wedge, sehr schön. Ich möchte ja eh die ganzen Final Fantasy 7 Leute in Foil haben, deswegen kommt der Wedge sehr gelegen. Bix, ein weiterer Nono, Naju und eine weitere Shantotto. Yes, eine weitere Legend. Auch wenn ich sie nicht so mag, wie gesagt, aber ich kann sie zur Not dann bestimmt irgendwie tauschen. Das ist ja das Ding. Selbst wenn man ein paar Legends hat, kann man die dann für was anderes eintauschen. So, Weißmagier, Weiser, Schokobo, Atmos, Ifrit,
Kaktor, Adamantaimai und ein Foil-Schurke. Bomber, Beatrix, Nunyado und ein Hildibrand. So. Alexander, Shiva, Ritter, Koyo Koyo, Hexer, Zack, Elementarist und eine Foil Hero mit Cyan. Und Cyan, wie gesagt, eine sehr, sehr coole Karte für die Final Fantasy 6 Kategorie. Das heißt, über ihn kann ich mich schon mal sehr, sehr freuen. Marodeur, Gladiator, Schwarzer Tenor und einen Zid aus Gestahl. Der mir eben meine 6 versucht. Ist jetzt schon fraglich, ob ich genug Platz habe für die ganzen Karten, die ich spielen will im Feuer-Eis-Deck. Ascher, Goblin, Krieger, Schütze, Mathematiker, Ninja, Kaktor, eine Tom Betty nochmal in Foil, sehr schön. Sid, Wedge, Arun Senna und einen weiteren Mokri. So, Klione, Donut, Bade, Schwarzmagier, Ifrit, Dunkelritter, Adamantaimai, einen Foil-Hexer, okay. Letna, Mobol, Remedy, sehr schön. Und einen weiteren Azul, sehr schön, den wollte ich doch. So. Mönch, Weiser, Mime, Drache, Ghoul, Eshtar-Soldat, Bomber, eine Butzebot, Hekatonchi, Rayosena, Ramsa und einen weiteren Cyan. Jetzt habe ich aber genug Cyans. Mehr brauche ich nicht. So, das heißt, erstes Set, also erstes Drittel. Drei Legends, zwei Foil Heroes. Ist okay. Vollkommen okay. Gehen wir auf das mittlere. Schauen wir mal, ob die genauso stark anfangen oder nachlassen. Goblin, Mönch, Ritter, Hexer, Mathematiker, Ninja. Oh, Foil Legend, noch eine Shantotto. Jetzt habe ich drei Shantottos. Aber die werde ich definitiv irgendwo losbekommen. Wenn ich sie dann wirklich nicht haben will. Mute, Bix, Nono und ein weiterer Raubahn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schon mal zwei Foil Legends. Das gefällt mir. Shiva, Klione, Koyo Koyo, Chocobo, Ifrit, Dunkelritter, Adamantaimai, Foil Mobol. Der gefällt mir auch. Bomber, Beatrix, Schwarzer Tenor und eine weitere Sarah. Von Sarahs habe ich jetzt auch genug. Ich will dich an Toto schicken. Wenn du mir Geld schickst, gerne. Den Hexer. Donut, Atmos oder noch eine Foil-Mira oder so. Ghoul, Eshtar-Soldat, Bomber. Der Babu ist in Foil, der ist auch schön. Nunyado, Zauberpot, Shara und Celes. Okay, die hatten wir auch noch nicht. Auch ein weiterer 6-Charakter. Kostet 4, hat 8000 Stärke. Schon mal okay. Wenn Celes das Spielfeld betritt, wähle einen Charakter aus, dieser wird eingefroren. Okay. Wenn Celes deinem Gegner Schaden zufügt, wähle einen Sturm, ein Duell aus, den dein Gegner kontrolliert, füge ihm 4000 Schaden zu. Ja, okay. Wähle eine Beschwörung aus, annulliere ihren Effekt, aktiviere Celes. Okay, Yes-Effekt. Okay. Sie ist eine Legend? Wait, what? Stimmt, Eis hatte ich noch keine andere Legend. Ich dachte, Locke wäre die Legend gewesen und noch irgendwer. Ein Jahr aufpasst. Ja gut, dann habe ich meine zweite Ice Legend. Sehr schön. Weil ich weiß noch nicht, ob sie wirklich so gut ist, aber schon mal haben ist nicht schlecht für die Sammlung. Weiser, Jesse, Bade, Krieger, Elementariste, Babus und ein grüner Drache in Foil. Sehr schön. Der gefällt mir. Marsch, Leviathan, Ramsa und einen Gogo. So, Mystica Pudding, ich habe mehr als genug Puddings, Ahriman, Bran, Dragoon, Rayo Osenna, ja, wie gesagt, leider nicht so toll, Barret, Nashu und eine weitere Legend mit einem weiteren Raiden. Sehr schön.
Jede Legend ist was wert, auch wenn es leider nicht ganz die Legends sind, die ich gerne hätte. Was ist bitte die andere Feuer-Legend? Seven, genau. Den ich immer noch mehrfach erwähnt habe, dass ich noch nicht habe. So, Dunkelritter, Ifrit. Oh, der Ramsar. Der sieht auch hübsch aus. Leider ist er halt nicht so gut, aber er sieht hübsch aus. Final Fantasy Kekse, Final Fantasy Motiven, ja. Weideläufer, Mont Blanc, König von Bomissia und einen weiteren Dadarma. So, Weiser, Ramu, Hexer, Ritter, Elementarist, Bomber, Bran, einen Hexer. Tom Berries, Sid Randall, Delita und der ist was wert, Gau, denn den wollte ich noch haben. Einen weiteren bitte noch von den Gaus. Vielen Dank. So, Jesse, Mystiker, Waldläufer, Grüner Drache, Babus, Dragoon, Bangadeep, Atmos. Atmos im Feuer sieht halt schon auch geil aus. Auch wenn er leider nicht so toll ist. Weiterhin in meinen Augen. Marodeur, Begrenzer und einen weiteren Kefka. Damit habe ich drei Kefkas. Also möglichst ab jetzt keine mehr ziehen. Weißmagier, Rotmagier, Chocobo. Schwarzmagier, noch ein Atmos. Gelehrter, Viking. Eine Feuilmarsch. Wenn ich sie nicht selber behalten will, wüsste ich zumindest schon mal, an wen ich die abtreten könnte. War sie eine Rare? Ja, sie war eine Rare. Gut. Sid, Dice Dark und einen Archangel e.V. So. Leone, Usher, Samurai, Krieger, Chocobos, Goblin, Dieb. Ich habe noch keinen schönen Feuer-Chocobo bekommen. Letna und Umaru. Ich hätte gerne, den Chocobo gern noch in Foil. Und den Schokomoppel natürlich. Aber der Schokomoppel in Foil, der kann auch erstmal zurückstecken, wenn ich da irgendeinen anderen Foil Legend bekomme. Seven oder sowas zum Beispiel. Damit ich einfach jeden mal hab. Karatekämpfer, Weizer, Evokateur, Mime, Schütze, Bade, Mokri. Der schwarze Tenor in Foil. Cool. Mobol, Remedy, Hecatonchier und eine weitere Lightning. Damit habe ich alle drei. Perfekt. Die wollte ich gerne dreimal haben und ich habe sie dreimal bekommen. Sehr schön. Mönch, Weiser, Mime, Drache, Schwarzmagier, Mokri, Ninja, einen Dadarma Hero in Foil. Nimmt man natürlich auch gerne. Wedge, Algun Senna, schwarzer Tenor und einen weiteren Setzer. So, letztes Booster von dem Drittel. Ramu, Alexander, Krieger, Waldläufer, Dieb, Zack, Elementarist und da haben wir ihn, den Foil 7. Kostet 4, hat 8000, ist ein Final Fantasy 6 Charakter, das alleine macht ihn schon gut. Aber sein Effekt. Wenn Seven das Spielfeld betritt oder angreift, wähle einen Stürmer aus, den du kontrollierst, er kann in diesem Zug nicht gebrochen werden. Also prinzipiell, wenn er angreift, also erstmal wenn er spielt, kannst du ihm zum Beispiel Hass geben mit dem Goblin oder sowas, er kann nicht gebrochen werden, Angriff. Okay, ich greife an, er kann nicht gebrochen werden. Du kriegst Seven nicht gescheit weg, sobald er angreift. Du musst ihn vorher wegkillen. Zudem ein Feuer und ein beliebiges. Seven erhält plus 2000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Das kannst du aber nur einsetzen, wenn er selber angreift. Also willst du ihn nicht angreifen lassen. Und sein anderer Effekt fühlt allen Stürmern 8000 Schaden zu. Du kannst diese Fähigkeit nur einsetzen, während Seven angreift. Aber allen Stürmern, also deinen eigenen und den gegnerischen Stürmern. Kostet 2 Feuer, 2 beliebige und eine Seven-Karte. Aber prinzipiell, du greifst an, sagst, er kann nicht zerstört werden und dann fügst du allen 8000 Schaden zu. Ja, Seven ist nicht schlecht. Raya Osenna, Garland, Merib und ein Hope. Aber das Beste ist halt einfach, dass ich ihn bekommen habe. Deswegen lohnt sich das schon. So. Das letzte Drittel. Die letzten 12 Booster.
Ich bin gespannt. Was will ich noch ziehen? Am liebsten eine Foil-Mira. Schauen wir uns nochmal kurz die Sachen an hier. Einen Lock wäre noch nicht schlecht. Glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe einen Lock, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Nee, ich glaube, ich habe keinen Lock mehr. Also ein Lock wäre noch nicht schlecht. Einen Schokomoppel. Und ansonsten halt höchstens noch irgendwas, was ich noch nicht habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch irgendwas nicht habe. Was war die andere? Ne, Zwiebelritter habe ich auch. Erde-Legends habe ich. Wasser. Was ist die andere? Wasser-Legend. Was ist die Wasser-Legend? Ich habe gerade keine Ahnung. Am Endeffekt habe ich die Wasser-Legend weggeworfen irgendwo und die habe ich schon mal bekommen. Ich habe sie einfach nur zur Seite gelegt, weil ich keine Ahnung habe, dass es die Wasser-Legend war. Ich schaue nochmal schnell durch. Gau war auf jeden Fall ein Hero. Du warst ein Hero. Das war die zweite Wasser-Legend. Weil ich habe ja Mira. Das war eine Wasser-Legend noch. Vielleicht ziehen wir sie ja noch. Rotmagier, Mystiker, Schwarzmagier, Samurai, Elementarist, Bomber, Bran, GD, Landsknecht, schöne Karte, Mobul, Remedy. Und da haben wir den dritten Cloud. Jawohl, den wollte ich ja auch noch haben. Wunderbar, jetzt habe ich drei Clouds. Jetzt kann ich schon mal das Deck voll spielen. Wenn ich noch eins ziehe, brauche ich die Promokarte nicht rausnehmen. Aus meinen Folien. Ramu, Jesse, Grüner Drache, Chocobo, Babus, Dragoon, Bangadieb, ein Feuergoblin, sehr schön. Hecatonche, Kaneo Senna, Garland. Da haben wir doch die letzte Foil, die letzte Legend. Stimmt. Denn es gibt einen neuen Steiner, der einfach wunderbar aussieht weiterhin. Kostet Fiat 8000. Anders als andere Steiner kann der nichts suchen. Wenn Steiner Spielfeld betritt und du drei oder mehr Schadenspunkte erlitten hast, ziehe eine Karte. Also man darf einfach eine ziehen. Ein aktiver Wasserstürmer außer Steiner wird dull. Steiner hält plus 1000 Stärke bis zum Ende des Zuges. Das heißt, wenn man mehr Wasserstürmer hat und man mit Steiner angreift, kann man die alle dull werden lassen. Das ist ganz okay und ich bekomme gerade einen Anruf und ich weiß nicht warum, ich bin gleich wieder da. So, machen wir also weiter mit dem nächsten Booster. So ein Vollcloud hätte ich gerne auch noch. So allgemein. Weiser, Atmos, Krieger, Gelehrter, Wikinger, Schokobo, Vollmogri, Merib, Mute, Ramsa, General, Leo. Okay. Wird alles genommen. Evokateur. Das ist natürlich auch noch gerne neben einfach jede Foil, die ich noch nicht habe. Goblin. Bade. Zum Beispiel der Delita, der auch schön aussieht. Genauso wie Ramsa. Vix, Nono, Nashu und ein neuer Hero, die ich noch gar nicht hatte. Wow. Mok aus Final Fantasy 6. Mokri Stürmer, 3.000-4.000. Falls zwei oder mehr Kategorie 6 Stürmer außer Mok kontrolliert, kann Mok nicht von Beschwörungen oder Fähigkeiten des Gegners ausgewählt werden. Du kannst den Dulden eine Karte ziehen. Okay. Hört sich nicht schlecht an. Schön, dass ich ihn auch mal gezogen habe. Problem ist halt, ich will kein Feuer Eis oder. Nee, kein Feuerwasser oder Eiswasser spielen. Oh, meine Nasche da oben hingelegt. So, Hexer, Karatekämpfer, Schütze, Schwarzmagier, Drache, Mokri, Dieb und Behemoth. Yes! Noch ein. In Foil. Einen brauche ich noch. Aber der ist schon mal nicht schlecht. Bomber, Beatrix, König von Bomicia. Und ein Orlando. Leider der falsche Hero. Von Blitz. Aber ein Behemoth haben wir immerhin schon mal wieder. Einen dritten bräuchte ich noch gerne. Alexander. Cleone. Bade. Koyo Koyo. Zack. Elementarist. Mathematiker. Und da haben wir noch einen Mog in Foil. Erst bekommen wir gar nicht. Und jetzt bekommen wir zwei davon. Numanyu Do. Zauberpot. Pikenier und die Kane Senna. Die Kane Sau braucht. Dann werde ich überrascht, weil Kane Senna dann plötzlich die nächste Metakarte wird. Ich glaube es aber ja nicht. Drache, Schwarzmagier, Ariman, Kaktor, Adamantaimai. Sehr schön. Der Nunmanyo Do.
in Foil meine Matchwinner-Karte. Und noch ein Shadow, sehr schön. So, die letzten paar Booster. Weiser, Karatekämpfer, Waldläufer, Ritter, Eshtar-Soldat, Ghoul, Goblin, einen Feuergarland. Schön aussehen tut er ja. Viel bringen würde nichts. Naja, Wurzelwort, einen weiteren Bahamut, Pikenier und eine weitere Priesch. Schön. So, drei Booster haben wir noch. Mal schauen, ob wir noch eine Legend und vielleicht einen Vollhero irgendwie irgendwas in der Richtung ziehen können. Alexander, Shiva, Koyo Koyo, Hexer, Gelehrter, Schokobo. Und wir ziehen tatsächlich die letzte Legend, die uns noch gefehlt hat, in Foil den Schattenlord. Welcher einfach nicht aussieht wie eine Final Fantasy Karte. Aber ja, der Schattenlord. 4 Dunkelheit, Courage. Wenn Schattenlord das Spielfeld betritt, bricht alle Stürme mit Kosten von 2 oder weniger. Wenn ein Stürmer, den der Gegner kontrolliert, von Spielfeld auf die Breakzone gelegt wird, wähle einen Stürmer aus, den der Gegner kontrolliert, füge ihm 2000 Schaden zu. Sehr schön. Also auch die letzte Legend bekommen. Tom Berries, Sid Randall, Begrenzer und der Behemoth, auf den wir noch wollten. Yes. Yes. Also haben wir eigentlich fast alles bekommen, was wir haben wollten, glaube ich. Außer die Feuerlumiera. Asher, Goblin, Krieger, Schütze, Bade, Krieger, Zack. Stimmt, die Howin wollten wir noch. Wir wollten noch eine dritte Howin. Ah, du, bei dir hat es komplett zerschossen. Du hast, ich weiß nicht, ob du, hast du den Foil 7 noch mitbekommen? Ihn hier? Ansonsten haben wir jetzt die letzte fehlende Legend noch bekommen, nämlich den Schattenlord. Ich habe meine Behemoths noch bekommen, die ich wollte. Ich habe den Mokri bekommen. Und jetzt gerade habe ich noch eine Foil Howin bekommen, die ich noch wollte. Und tatsächlich der Doppel-Schattenlord. Also noch ein Schattenlord. Geil. Wir gehen ja eh gleich nochmal durch. Delita, Essel und Dreisgard. Also in den letzten drei Boostern waren nochmal zwei Legends und eine Foil Hero. Und jetzt das letzte Booster. Das wird uns wahrscheinlich komplett down lassen. Cleone, Donette. Es lässt uns tatsächlich nicht down, wow. Schwarzmagier, Dieb, Elementarist, Mathematiker, der Foil Cloud. Sehr schön, den ich noch gerne haben wollte. Sehr schön. Marodeur, Gladiator, Sid und eine Ritz. Okay. Dann packen wir euch mal zur Seite. So wie die anderen auch. Schauen uns jetzt nochmal die Ausbeute aus diesem Display an. Welcher sich an sich sehr gut angefühlt hat. Da ich zumindest das, was ich erstmal haben wollte, schon mal habe. Bei einigen Sachen bin ich mir noch nicht so sicher, ob ich die überhaupt spielen will. Deswegen passt das bisher. Und die kann ich mir dann immer noch holen. So. Fangen wir an mit den ganz normalen Foils. Brauchen wir nicht unbedingt. Fangen wir an mit den... Ja, fangen wir einfach an mit den Foil Legends. Diesmal sogar eine mehr bekommen. Wir haben die Foil Lightning, die Foil Shantotto, den Foil Seven und den Foil Schattenlord bekommen. Also vier Legends. Vier Foil Legends. Im Gegensatz zu drei im letzten Display. Dann haben wir einen weiteren Schattenlord, Steiner, eine weitere Lightning, einen Raiden, eine weitere Shantotto, ein Celes und einen Lock bekommen. Das heißt, 7 und 4 sind wir diesmal bei 11, nicht bei 10 Legends. Ich ziehe euch mal kurz alle ein bisschen runter, damit ihr besser im Bild seid. Das heißt, 10 zu 11 Legends in beiden Displays. Ist eine ganz okay Ausbeute. Es kann besser sein, aber kann auch schlechter sein. Ich bin zufrieden. Zumal, da ich einige, die ich haben wollte, gut bekommen habe. Und ja. So, packen wir euch dann mal noch dahin. Zu den anderen Foil Legends. Und euch zu den anderen Legends. Wir setzen dann nochmal alle zusammen hin. Wobei, ich lasse euch erstmal einzeln. Damit ich dann nochmal ein paar Bilder davon schießen kann, was ich denn wie gezogen habe. So, dann haben wir gezogen als Foil Heroes.
den Foilcloud, die Foilhawin, den Foilmog, den Foilbehemoth, den Dadama, einen weiteren Cyan und eine weitere Sarah. Sarah wollte ich gerne, Hawin wollte ich gerne, Cloud wollte ich gerne, den Behemoth wollte ich gerne. Cyan kommt auch sehr gut legen. Die beiden brauchte ich nicht unbedingt, aber Heroes in Foil nimmt man auch immer gerne an. So, und ansonsten hatte ich für Heroes noch gezogen Gritz, einen weiteren Behemoth, damit hatte ich meine drei zusammen. Prish, Shadow, Kanisena, Orlando, Mock, Leo, den dritten Cloud, Hope, Setzer, Umago, Dark Angel, Kefka, Gau, den habe ich leider nur zweimal, den hätte ich gern ein drittes Mal gehabt. Sarah, Gogo, Rauban, Cyan, Azul hätte ich vielleicht auch gern nochmal gehabt. Mokri, Sid aus Gestahl, Hildebrand, Vincent, schon kein Platz mehr hier. Edgar, hatte ich nur den einen, Alexander, Schokorobo, Strago, also ich habe in dem Booster fast gar keine doppelte Hero bekommen. Wenn man jetzt mal die Foils außen vor lässt. Weil bei den Foils war ja wie gesagt noch der Mock dabei, noch eine Sarah, noch ein Cyan und noch ein Behemoth. Aber auch das nehme ich gut und gerne so hin. Denn ich glaube, ich müsste so gut wie alles haben. So. Also, das war die Ausbeute. Schauen wir mal nochmal auf alle Legends, die ich gezogen habe. Die vier Foils aus dem zweiten Display. Die drei Foils aus dem Display. Dann die Unfoil aus dem Display. Und die aus dem anderen. Das heißt, wir haben zwei Loks. Ich muss nochmal meine Legends aus dem Ding suchen. So, das sind meine anderen Legends, die ich noch hatte. Das heißt, mir fehlt theoretisch noch ein Schokomoppel. Wobei ich nicht weiß, ob ich davon drei haben will. Kaius passt eigentlich mit dem. Mira habe ich jetzt auch drei, leider nicht drei voll. Was mir tatsächlich fehlt, ist ein weiterer Lok. Den hätte ich gerne noch ein drittes Mal. Lightning habe ich dreimal, das passt. Seven weiß ich halt noch nicht, ob ich eine spiele, aber wenn ich eine spiele, dann brauche ich den halt auch noch ein paar Mal. Kefka weiß ich auch noch nicht so. Raiden auch nicht. Was ich gerne weggeben könnte, ist halt Raiden und die Shantotto. Vielleicht sogar der Schattenlord. Steiner habe ich nur einmal. Da weiß ich aber auch noch nicht, ob ich den Steiner spielen will oder lieber den anderen. Also ja, ich bin sehr, sehr zufrieden. Vor allem meine Heroes, wie gesagt, haben mir auch noch mal einiges rausgehauen. Schade, dass ich keinen weiteren Gau hatte. Gau ist wirklich so der einzige Hero, den ich gerne noch einmal zusätzlich hätte. Glaube ich zumindest, dass es Gau noch war. Nein, es gab noch eine, warte mal. Es gab Gau und es gab Relm. Relm und Gau, die beiden. Stimmt, weil Relm habe ich gar nicht noch mal gezogen. Sie hätte ich gerne noch mal. Da muss ich zusehen, dass ich da noch eine bekomme. Aber wir hatten, glaube ich, auch jede Legend. Wir haben die zwei Blitz-Legends. Wir haben die zwei Wind-Legends. Warte, wenn das nicht mal da drüben. Die zwei Blitz-Legends, die zwei Wind-Legends. Die zwei Erde-Legends haben wir. Wir haben die zwei Wasser-Legends mit Steiner und Mira. Wir haben die zwei Eis-Legends mit Zedlens. Und wir haben die zwei Feuer-Legends. Ja, wir haben alles. Sehr schön. Gut. Das waren die zwei Booster-Sets von Opus 4. Die zwei Displays. Wir haben nahezu alles bekommen. So ein paar Sachen muss ich mir wahrscheinlich noch nachtauschen. Wie gesagt, vor allem Relm und Gau. Aber ansonsten habe ich tatsächlich schon so alles. Und jetzt heißt das für mich nur noch ans Deck bauen und rumprobieren und testen und Spaß haben. Oh, wird das interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ich mal meine Decks, die ich dann gebaut habe, vorstellen werde. Also bis dann!